Hallo und willkommen zurück bei Starfield. Heute ist eine kleine Jubiläumsfolge, Folge 50. Und ich habe mir was ganz Besonderes überlegt. Naja, nee, eigentlich nicht, doch nicht. Fällt mir gerade ein. Ich habe tatsächlich nichts überlegt. Schade, wäre die Gelegenheit gewesen. Ich stehe noch mal gerade hier vorm Kupfercontainer. Ich habe nämlich gerade nebenbei immer mal so ein bisschen was gemacht und der hat er sich wieder gefüllt. Also nichts Besonderes für so ein Mod-Video habe ich was vorbereitet. Das war wichtig. Kommt vielleicht am Wochenende. Ach so, ja, wenn die Folge hier kommt, dann ist wahrscheinlich schon anderthalb Wochen alt oder so. Keine Ahnung. Naja, wie es immer so ist. Ja, Folge 50. Wir sind mittlerweile, weiß ich nicht wie viele Stunden im Spiel, weit über 80, 90 wahrscheinlich eher. Geht so auf die 100 zu und gefühlt immer noch nicht so viel gerissen hier. Ja, wir haben in der letzten Folge nochmal hier so ein paar Außenposten gebaut und vor allem, gerade da wir jetzt nochmal Kupfer eingesammelt haben, nochmal, können wir eigentlich direkt nochmal gucken. Ich wollte hier noch Fluor abbauen, aber dafür brauchen wir erstmal Energie. Und um Energie zu bauen, brauchen wir Kupfer. Und jetzt haben wir Kupfer und können nochmal Energie bauen. So, da baue ich hier oben nochmal so ein paar von den Solar Arrays hin. Tja, wenn ich doch nur Energieerzeugung... Ne, doch, habe ich ja schon, oder? Doch, bei den Windkraftanlagen, da können wir sogar den, was baust du als nächstes? Die besseren schon bauen. So, da können wir vielleicht auch Fluor schon abbauen. Reichen 2? 10? Ja, das müsste reichen. So, das gibt es hier drüben. Einmal den Gasextraktor bauen. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Gasspeicher. War doch, war Gas, ne? Ja, ja, wird schon passen. Kriege ich den mittleren hin? Ja. Dafür brauchen wir nämlich auch Kupfer. Die baue ich mal hier unten hin. Ist das so einigermaßen parallel zu denen da oben? Jo, passt schon. Ja, toll. War ja klar. Jetzt fehlt genau ein Kupfer. Es müsste eigentlich jeden Moment so weit sein, dass hier nochmal ein Kupfer reinkommt. Dann können wir die Sachen auch miteinander verbinden. In der Zeit baut er hier schon mal Fluor ab. Das brauchen wir dann auch immer mal. Oh, und dann kann es hier nebenbei dann schön was abbauen, während wir dann die nächsten Aufgaben machen. Jetzt schrieb einer mal irgendwann, dass es gut finde, dass ich doch nochmal auf die alten Quests eingehe, die wir noch haben. Ich will früher oder später alle Quests machen, die wir irgendwo aufgeschnappt haben. Ne, ich mache dann manchmal nur gerade die, auf die ich mal irgendwie Bock habe. Sehr gut, da ist noch das letzte Kupfer. Und das kann dann manchmal einfach dauern. Ne? Also keine Sorge, früher oder später machen wir die ganzen Quests. So, dann einmal das nach da. Das nach da, dann haben wir hier zwei große Container, da passt viel Kupfer, viel Fluor passt da rein. Sehr schön. Genau, im System Andromas. Ich habe es auch mittlerweile notiert, dass ich genau weiß, wo wir es finden. So, repariere die Lopez-Kommunikationssatelliten. Es ist erst ein Tag her, dass ich aufgenommen habe, die letzten Folgen. Wo mussten wir denn dafür hin? Ach ja, stimmt, ach ja. Das, ja, da haben wir aber direkt auf den Sack gekriegt, ne, als ich da hin wollte. Stimmt, da sind Piraten unterwegs. Gut, dann hat sich das schon mal erledigt. Wir können aber nochmal, wo ist denn das mit dem? Wo ist denn? Sendung? Nee. Wir hatten doch dieses Kolonistenschiff neulich mal gefunden. Wenn ich jetzt wüsste, wo das nochmal ist. Sicheres Ding. Ist das nicht so eine Quest, eine Nebenaufgabe gewesen? Ach, hier bei den Strikers. Ja, da müssen wir nochmal hin. Da lassen wir vielleicht Sarah zu Hause oder vor der Tür stehen. Die ist da nicht so Freund von. Verschwundene Fracht. Hier, genau. Die Position der ECS Constant. So,
So. Die ist ja immer noch in Porima. Na gut, das ergibt jetzt wenig Sinn, wenn ich da jetzt die. Na gut, die hängt da immer noch rum, ne? Ich habe da was für dich gefunden. Ja, aber. Hier spricht das Erdkolonistenschiff Constant. Wir sind bereit, Nachrichten zu empfangen. Sehr schön. Ja, wir hatten schon mal mit denen gequatscht da eigentlich. Huch, der Funkruf war ein Versehen. Ja, die Fu Kommunikationssysteme scheinen zu funktionieren. Ich dachte ja, die sind mittlerweile weitergesprungen, dass wir in ein anderes System müssen. Ja, stimmt. Ich lerne das neue Kommunikationssystem noch kennen, aber es sagt mir, dass du uns damit geholfen hast. Zumindest sagt der Scan, dass es deine Schiffs-ID ist. Cool. Kann ich was für dich tun? Ich brauche nichts. Ja, vielleicht treffen wir uns woanders wieder. Vielleicht geht es ja dann weiter. Sieht aus, als wäre alles bereit. Wohin führt die Reise? Das wissen wir noch nicht. Wir Kennen wir haben es ein schon, oder? paar möglicherweise bewohnbare Planeten ausgewählt. Jetzt probieren wir einfach irgendeinen. Sehr gut. Ja, ich brauche nichts. Das wäre super. Hoffentlich sehen wir uns mal im All oder vielleicht, wenn wir uns endlich niederlassen. Okay, also Zielerfassung, da können wir noch nicht weitermachen. Es gibt jetzt übrigens mittlerweile eine Mod, die wollte ich mal probieren. Ich würde die nicht nutzen wollen, aber die fügt so ein übergeordnetes Reisesystem, wie man es aus Elite Dangerous zum Beispiel kennt, hinzu. Da gibt es ja auch, ich sag mal, den Raumflug, wo man das Raumschiff mit allen Funktionen steuern kann, so wie hier jetzt, ne? Innerhalb einer Instanz, nenne ich es jetzt mal, wenn man vor so einer Station rumkriecht oder halt auf dem Planeten unterwegs ist oder in einem Abbausystem, was auch immer. Und dann gibt es ja den Super Cruise, wo man halt schnell mit Überlichtgeschwindigkeit zwischen den ganzen Planeten hin und her fliegt. Und das wurde jetzt schon mittlerweile gemoddet. Das geht. Das soll. Ich habe dein Video zugesehen, das sah auch echt top aus. Und ich würde es gerne mal zeigen, mal vorstellen, aber ich möchte es selber nicht nutzen. Ich habe das jahrelang bei Elite Dangerous gemacht. Ich kann das gerade nicht mehr sehen. Es ist cool, dass es die Funktion gibt und steigert natürlich enorm die Immersion. Aber ich persönlich, gerade zumindest, kann ich es persönlich nicht mehr sehen. Was haben wir denn noch? Sprich mit Doc Manning? Ja, schade, dass hier nicht nochmal mehr. Sergeant Yumi, die will auch schon lange mit uns reden, um Gottes Willen. Begib dich nach Red Mile. Ach, guck mal. Da waren wir doch auch noch nie, oder? Hey, was ist auf jeden Fall? Ab nach Red Mile. Ach, schön, oder? Ich finde es immer noch gelungen, das Schiff. Ich glaube, es würde noch mal einen Ticken besser aussehen, wenn ich es nach hinten und nach vorne noch einen Ticken verlängere. Um vielleicht ein Modul jeweils. Aber dafür fehlt erstmal wieder ein bisschen Geld. Wie viel haben wir denn aktuell? Wir haben noch gar nicht so viel hoch. 4.800. Ja, das ist natürlich nichts. Nicht so viel. So, was gibt's hier? Lithium. Was war das andere schon wieder? CI. Chlor. CL. Ich denke mal, das ist ein I, aber das ist ein kleines L. Das ist Aluminium, Helium 3, Wasser. Sehr schön. Red Mile, da gibt es einen Mining-Außenposten und einen normalen Außenposten. Es gibt auch mittlerweile so viele. Ihr wisst ja, ich gucke so gut wie jeden Tag in diese Modliste auf Nexus rein, was es gibt. Es gibt auch mittlerweile abgescalte 8K-Texturplaneten. Und für unser Sonnensystem auch Planetenbilder der NASA abgescaled in 8K und leck mich am Arsch und keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Die sehen doch teilweise echt gut aus, aber ich habe den noch nicht installiert. Ich habe zwei andere Mods, habe ich mittlerweile gerade noch installiert. Eine, die Pflanzen verbessert. Die sehen exakt so aus wie vorher. Die verändern nicht die Texturen, aber die verändern einen Ticken die Schärfe. Gerade bei einigen Pflanzenblättern gab es viele, die waren dann so ein bisschen wie verschwommen. Und das entfernt die Mod einfach nur. Da wurde sehr, sehr viel dran gearbeitet für die Pflanzen. Aber das wollte ich dann in dem Mod-Video nochmal zeigen. Was haben wir hier drüben? Hier gibt es wieder Europium. Nö, dann gehen wir mal zu Red Mile. Da sollten wir ja irgendwann mal hin, ne? Das haben wir ja mal, ja, erfahren.
Hier Erde 2.0 mit einem erdähnlichen Trabanten. Wow. Fahrwerk bereit. Runter mit uns. Das ist ja auch geil. Red Mile. Nee, hier wollen wir noch nicht. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Bitte sag nicht, dass wir beim Red Mile Run mitmachen. Beim Red Mile Run? Oh, Vasco, alles klar? Captain, hallo. Ja. Ich stelle beruhigt fest, dass Sie Ihren jüngsten Schlafzyklus überlebt haben. Sehr gut, okay. Falls das jetzt hier Kopfschmerzen verursacht, wir haben oben im Erste-Hilfe-Kästchen haben wir noch ein paar Tabletten drin. Ne? Wie auch immer du Tabletten zu dir nimmst. Vielleicht auch Zäpfchen. Musst du mal gucken, was hilft. Beim Red Mile Run. Okay. Ja, ein bisschen frostig sieht es hier aus. Ein bisschen ist gut. Wie viel Grad haben wir? Minus 18. Schatz, sag mal, ist das nicht die Temperatur deines Herzens? Schatz. Liebling. Sweetie. Darling. Wie nennst du uns immer? Ja, naja. So, guten Tag. Ich bin im Dienst, also nerv mich gefälligst nicht. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Erfrierung erlitten, wow. Keine 2 Minuten auf Planeten, schon friert ihm wieder irgendein Zeh ab. Aber kein Problem, wir haben noch genug. 9 haben wir noch, einer ist jetzt weg. Allein vom Gedanken, in Red Mile zu landen, ist mir schon übel geworden. Was ist denn hier Red Mile? Wo wir jetzt hier sind, bin ich sprachlos. Ey, ich lass dich auch gern hier, ne? Wenn das so weitergeht, dann gehe ich auch mal alleine irgendwo hin oder nehme mir jemand anders mit. Sam vielleicht. Es soll ja irgendwie 4 Liebhaber geben, ne? 2 Damen, 2 Herren. Sam kennen wir. Mit dem wird es wahrscheinlich gehen. Sarah? Und noch 2 andere. Ich weiß noch, es gibt noch eine Andrea. Die haben wir aber noch nicht getroffen und es muss noch jemand Viertes geben. Müsst ihr jetzt nicht schreiben, wie der Vierte oder wie auch immer heißt. Finden wir irgendwann schon mal raus. Und natürlich versuchen wir dann früher oder später. Vielleicht kriegen wir ja so eine, wie heißt das, polyamore Familienbande hin. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Ob sich das verträgt mit den anderen. Warte, erschieß mich nicht. Ich habe nichts gemacht. Schwachsinn. Dachtest du echt, du kannst einfach unbemerkt abhauen und die Zeche prellen? Ich wollte nur frische Luft schnappen. Schönes Kleid. Habe ich der Barkeeperin auch gesagt. Frag sie doch. Frischluft, was? Auf einem Planeten ohne Atmosphäre. Das reicht, Stoker. Weg mit der Waffe. Wegen kleiner Missverständnisse erschießen wir keine Gäste. Bitte setz dich wieder an deinen Tisch. Es empfiehlt sich nicht, unser Etablissement zu verlassen, ohne bezahlt zu haben. Wenn du frische Luft brauchst, bezahl, geh nach draußen, komm wieder rein und bestell neu. Tut mir leid, ich dachte, das wäre kein Problem. Da lagst du falsch. Gründlich. Das reicht jetzt. Ich glaube, der Herr hat es verstanden. Gehen Alter, wir alle wieder rein, ja? Was ist denn das? Und Stoker, wir für beide reden Anzug. Noch einmal über die Sache. Ich kann's kaum erwarten. Sie scheint ja nett zu sein. Ich bin hier ist das für zu die glauben? Security als zuständig. Würde ich abhauen, ohne zu zahlen. Mach mich also lieber für was nicht für einen wütend. Abschaum halten die mich? Red Mile Stammgast. Der Laden ist echt kaputt. Was haben die hier bitte für eine miese Möchtegern-Security? Nee, nicht so laut, ey, nicht so laut. Die steht doch hier rum. Tachchen, Stoker. Pass lieber auf, okay? Okay. Beim kleinsten Ärger mache ich dich platt. Und ich kann da sehr kreativ sein. Wir sind hier nicht in den United Colonies, Schätzelchen. Hier hörst du auf mich. Ich leite die Security. Jawohl, Sir. Du leitest hier also eine Art privaten Security-Trupp? Nenn es, wie du willst. Wir sind Ekliptik-Söldner. Ach du Scheiße. Also überleg dir gut, ob du dich mit uns anlegen willst. Mhm. Wir finden dich nämlich überall. Aha, ich habe bestimmt schon ein paar Dutzend von euch weggeknallt. Warum nimmt die Söldnertruppe wie Ekliptik so einen Job an? Na was wohl Geld?
May bezahlt uns gut dafür, dass wir die Arschlöcher draußen halten. Ich sorge dafür, dass es meinen Leuten hier gut geht. Kostenloser Alk, kostenloses Entertainment, alles. Und wenn jemand ein Problem damit hat, tja, wir wissen, wie man Leute verschwinden lässt. Ja, das sind halt nicht die hellsten, ne? Prognose verbessert, Erfrierung. Na schön, der C taut wieder auf. Vielleicht kommt nochmal Leben rein. Was hat die Security hier für ein Problem? Warum seid ihr alle so feindselig? Jetzt können wir uns was anhören. Macht euch gefasst. Weil wir uns mit dem Bodensatz der Gesellschaft rumschlagen müssen. Leuten wie dir. Weil May uns freie Hand lässt. Angst ist die beste Methode, um die Leute auf Linie zu halten. Wer einmal gesehen hat, wie ein Schädel auf dem Boden der Bar aufplatzt, prellt seine Zeche nie wieder. Und er fängt auch lieber keine Prügelei wegen einer verlorenen Wette an. Das klingt jetzt nicht so nett, aber immer noch das Schönste, was ich heute gehört habe. Ja, ist ja gut. Na los, Tisch ab. Kannst du mal mit ihr reden? Ihr seid gleich drauf irgendwie. So ein bisschen. Komm schon, Schatz. Mach mal. Jetzt komm, jetzt geh. Die macht mir Angst, die Frau da oben. Wie sie kurz um die Ecke geschaut hat. Damit das klar ist, wenn du hier stumm machst, machen wir kurzen Prozess mit dir. Sie reagiert nicht. Unglaublich, dass die einen vermöbeln, nur weil man mal eine Pause will. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Verkaufsautomat. Immer 50 Kalorien. Carbonhydrat, was auch immer das sein soll. So, kann man hier was mitgehen lassen? Das wäre nicht geklaut, hier diese Broschürenhalter. Ein Stift-Etui. Hat von euch einer ein Stift-Etui zu Hause? Hier sitzt jemand drin. Das sieht jetzt von außen nicht so unbedingt wie der Chef aus. Das war die May Divine oder wie sie hieß. Gehen mal rein und quatschen mal mit ihm. Ach, die möchte ich auch gern bei uns zu Hause bauen. Die Modelle. Aber dafür fehlt mir Polymer. Ey, wisst ihr, was mega geil wäre? Das wird es im Spiel nicht geben, aber wenn es hier irgendwo so einen 3D-Drucker geben würde und man da sein aktuelles Raumschiff so als Modell drucken könnte. Das wäre doch schön. Guten Tag. Ja? Lon Anderson. Hey, bist du der Captain von dem Schiff da? Sind deine Papiere in Ordnung? Was für Papiere? Ich habe noch nie Papiere vorzeigen müssen. Mich hat noch keiner rechts rausgewunken im Weltraum. Wer will das wissen? Wer das wissen will? Der Raumhafenmeister von Red Mile. Sollte bei der Frage eigentlich offensichtlich sein. Nö, war jetzt nicht offensichtlich. Ich muss dir meine Papiere nicht zeigen. Sorry, für so einen Scheiß habe ich keine Zeit. Ehrlich gesagt ist es mir scheißegal. Es ist mein Job, das zu fragen, okay? Versteh mich nicht falsch. Früher habe ich die Zügel auch straffer gehalten. Es lief alles wie am Schnürchen. Aber mit Mays neuem Kurs und ihren Söldnern ist hier alles den Bach runtergegangen. Ich habe es gewagt, das anzumerken. Seitdem bin ich unten durch. Das müssen wir uns merken. Ja, wir müssen hier auch ein bisschen resoluter auftreten. Das geht ja nicht, dass wir so immer so gleich, ja, wir machen alles für euch. Kein Problem. Von welchen Söldnern redest du? Gut, erfahren wir es nochmal. Mace Security, oder besser, möchte gern Soldaten, allesamt Riesenarschlöcher. Nennen sich Ekliptik und halten sich für eine paramilitärische Eliteeinheit. Ich sage dir, was sie wirklich sind. Dreckschweine mit Waffen, denen einer abgeht, wenn sie Leute tyrannisieren können. Genau, mir das ist schon ich klar, auch. Dass man hier draußen Security braucht. Wir sind unabhängig. Das ist mir bewusst. Mhm. Aber schlimmer als diese Typen geht's gar nicht. Sie schaden mehr, als sie nützen. Und zwar ganz extrem. Das habe ich auch das Gefühl. May hat hier das Sagen? Yep, sie hat vor einer Weile übernommen.
hat die ganzen Stammgäste verjagt, weil sie ihre Vision nicht geteilt haben. Sie waren sicher keine Heiligen, aber sie hatten wenigstens Respekt vor den Leuten, deren Blut und Schweiß hier alles am Laufen hält. Du findest sie drin, egal worum es geht. Sie ist deine erste Ansprechpartnerin. Okay, interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ich habe hier was zu erledigen. Klingt, als hätte sich hier einiges verändert. Aber hallo! May hat große Pläne, will hier eine riesige Attraktion für die gesamten besiedelten Systeme aufbauen. Man sollte meinen, dass ihr die Qualität des verdammten Raumhafens etwas wichtiger wäre. Aber du hast sicher längst genug von meinem Gezeter. Wenn du Teile für dein Schiff brauchst oder deinen Grafantrieb auffüllen musst, bin ich dein Mann. Hm. Ja, ist er doch noch nett geworden, oder? Nachdem wir auch so ein bisschen zurückgefeuert haben. Oh, er ist müde. Nach so einer 36-Stunden-Schicht wäre ich das auch. So, was hast denn du für Schiffe im Angebot? Hä? Oh, klar. Sieh dich ruhig um. Alles klar, zeig mal her. Oh, die Railstar. Auch noch nicht gesehen. Die ist auch neu für mich. Huh? Warhammer. Yes. Heute kam die Folge mit der Mantis raus. Und da hat einer geschrieben, dass das ein richtig geiles Kampfschiff ist, weil man das weiter aufwertet. Eigentlich auch eine gute Idee, ne? Ich weiß, wir haben das, aber ich habe es noch nie benutzt. Die Galileo 2. Das wäre vielleicht mal was fürs Fernsehen. Einfach mal nach so vielen Jahren Galileo 2, wo es nicht nur ums Fressen geht und so. Mal wieder gescheite Themen. Ich habe das seit Dutzenden Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß nur noch, die ersten paar Jahre war das mal ganz cool. Aber irgendwann ging es ja nur noch um Schnitzel und Pommes und keine Ahnung. Zum Wald. Die ist auch neu. Für mich jetzt. 200.000. Trebuchet. Oh. Wie vornehm mit Seiteneingang. Was haben wir noch? Naginata. Auch neu. Also hier sind sehr viele neue Schiffe, die ich noch nirgendwo gesehen habe. Oh ja, die Antriebe gefallen mir auch. Auch nicht so schlecht, ne? Da ist der Graf-Antrieb vor dem Docking-Modul. Wo hat er seinen Kern? Bestimmt da drunter irgendwo. Also mittendrin muss das irgendwo sein. Na gut. Aber schön. Schön, schön, schön. Aha. So, ich gucke nur mal hier fix rein, weil ich mal wissen möchte. Ob es hier irgendwas Neues gibt. Seht euch. Ach hier, das sehe ich jetzt erst abgeschirmt. Ja, ja, weil ihr meintet, bei den Frachtmodulen steht das dabei. Stimmt, da steht links, also rechts steht da abgeschirmt. Und links steht auch bei Fracht Scanschutz in Klammern. Aha. Okay, na gut, da wir. Aber hier, guck mal, später. 1200 Fracht, so ein Frachtmodul. Das ist schon der Hammer. Raumschiffdesign 2 brauche ich dafür nur. Kostet aber 8700. Boah. Cockpits, gibt es hier andere? Nö, die kenne ich alle. Docker. Antriebe? Hier, warte mal. Antrieb Supernova ist auch geil. Geiler Name. Alter. Junge, Junge. Da kann ich sogar rechts und links noch was dran bauen. Direkt den Treibstofftanks da rechts und links dran. Da werden die so instant gespeist. Hier, Antrieb Amun 5. Boah, das ist relativ klein, aber es hat ordentlich Bums, ey. Alter Schwede. Ja, die kennen wir, aber deutlich verbessert als unsere. Hier. Oh, Alter, 19.000 Antrieb. Wow. Was hatte das hier? 17.000. Alter Schwede. Das sieht auch geil aus. Aber ich mag es eher so wie bei uns hier hinten, wenn es so rund ist. Was so noch so ein bisschen, das erinnert mich. Als ich die gesehen habe, die wir jetzt dran haben, habe ich sofort gewusst, ja, das ist er. Fast wie bei Server. Und da sehe ich gerade hinten was wir noch machen könnten am Raumschiff. Aber na gut, lassen wir. erinnert mich dann immer an die Raketen, ne? Also an unsere Raketen, die halt hoch in den Weltraum fliegen. So, was gibt's hier noch so? Scanstörer. Ach lol.
Okay, die sehe ich zum allerersten Mal. Ein Scan-Störer, der deine Chance um 10% erhöht, bei einem Schiffsscan durchzuschlüpfen. Das geht bis auf 50% hoch. Also gibt es auch irgendwo so Skills, die das auch nochmal verbessern scheinbar. Ja, geil. Was kostet 10.000 der beste? Raumschiff Design 2. Okay. 300 passt hier rein. Ah, sehen aber nicht so schön aus irgendwie. Oh. Alter, 650. Boah, das ist aber auch ein riesiges Teil, ey. Da muss aber so ein nicht mit Feuer arbeiten Schild dran. Fahrwerke? Ja, da haben wir schon die besten, ne? Unsere Fahrwerke haben Landeschub 4. Sonst sehe ich immer nur mit 2 oder 1 halt, ne? So, Kraftantrieb, was gibt's hier noch irgendwie? Das sind die Wohnmodule, die gehen wir jetzt nicht durch. Die was ist das? Aha. Orange. Gut, warum nicht? Ja, hier so ein C-Antrieb wäre schon geil, ne? Fliegen 4 müssten wir mal noch machen. Kostet 50.000, okay. Vergesst's. Ja, naja. Schilde gibt's halt auch. Oh, 1600. Hat aber nur eine Regenerationsrate von 5. Ja gut, aber auch die sehr, sehr einfachen haben nur in Anführungsstrichen eine Regenerationsrate von 5. Hier 1500. Kostet halt auch 47.000. Gibt es hier irgendwas Neues? Oh, nö, die kenne ich alle schon. Gut, Waffen. Okay, ich wollte nur mal reinschauen. Bis dann. Schönen Tag noch. Bis denn. Ja, sowas kann man zu Hause leider nicht bauen. Ne? Aber ich denke mal... Oh, hier ist eine Klimaanlage an. Deswegen weht es hier ein bisschen am Geäst. So, Schatzchen, komm mal mit. Guten Tag. Ich werde nicht fürs Netz sein bezahlt, sondern dafür, jeden Abschaum rauszuwerfen, der hier Ärger macht. Na gut. Hey, Frau May. Oh, ein neues Gesicht? Ist das wohl das Gesicht eines mutigen Sportfreaks, der sich am Red Mile Run versuchen will? Oder willst du nur kurz der Last des Alltags entkommen? Ich heiße May. Und bin die Betreiberin dieses Etablissements, der Heimat des berühmten Red Mile Run. Du bist bestimmt vertraut damit. Nee. Habe ich noch nie gehört. Klingt so ein bisschen... Das gibt's leider nicht. Es gibt keine Fahrzeuge im Spiel. Aber wie bei Mad Max, ne? Mit solchen Fahrzeugen dann hier über den Planeten ballern und wer überlebt und ankommt, hat halt gewonnen. So Last Man Standing mäßig. Red Mile? Nee. Noch nie gehört. Noch nie gehört? Noch nie gehört? Noch nie gehört. Wie ist das denn überhaupt möglich? Noch nie gehört, hab ich doch gesagt. Dann freu dich. Der Red Mile Run ist das aufregendste Sportereignis in den besiedelten Systemen. Mutige Teilnehmer aus der gesamten Galaxie kommen her, um ihr Glück in einem tödlichen Rennen zu versuchen. Wer überlebt, wird als Champion gefeiert. Wer nicht, wird schnell vergessen. Wenn du noch Fragen hast, ich stehe zur Verfügung. Und genieße bitte unsere weltberühmte Gastfreundschaft. Ist doch eher so eine Gastfeindschaft, habe ich hier den Eindruck bisher. Wir können am Red Mile Run dran teilnehmen. Aber wie genau läuft's ab? Ach ja, warte mal, können wir da irgendwie... Was genau muss man beim Red Mile Run tun? Es ist eigentlich ganz simpel. Du meldest dich bei mir an, dann gibt's ein bisschen Brimborium und wir schicken dich durch die große rote Tür. Aha. Und dann musst du den Buzzer am anderen Ende des Parcours erreichen. Dabei musst du Hindernisse und tödliche Kreaturen überwinden und die Leute hier wetten, wie weit du es wohl schaffst. Wenn du lebend zurückkommst, wirst du reich und die Fans himmeln dich an. Und wenn du scheiterst, naja, das kannst du dir bestimmt vorstellen. Brimborium? Eine Zeremonie? Nur eine kleine Vorstellung, um die Fans in Stimmung zu bringen. Der Red Mile Run ist schließlich ein Zuschauersport.
Die meisten Leute schließen den Parcours nicht ab, also bereiten wir diesen armen Seelen einen ordentlichen Abschied, während sie es noch mitkriegen. Ah, das ist aber nett. Die Leute wetten wirklich auf das Leben von Menschen? Ach, du bist herzig. Ja, klar wetten sie auf die Leben unserer Runner. Wir sind bewusst weit von den Colonies und den Freestars entfernt. Das Wetten trägt entscheidend zum Reiz des Red Mile Run bei. Es macht den aufregendsten Sport im Universum gleich noch viel aufregender. Mhm. Wer mehrfach läuft, bringt irre Wettsummen rein. Donovan zum Beispiel, bevor er in den Ruhestand gehen musste. Frag ihn mal danach. Mach ich? Ja, danke für die Info. Gerne. Und wenn du mitmachen willst, sag einfach Bescheid. Ich melde dich gerne an. Kannst du mir mehr über diesen Ort und seine Geschichte erzählen? Eine recht weit gefächerte Frage, aber ich gebe mein Bestes. Red Mile war einmal ein berüchtigter Hafen für die kriminelle Unterwelt. Diebe, Söldner und Schmuggler haben hier Deals abgewickelt, sich besoffen und dem Glücksspiel gefrönt. Dann habe ich übernommen und aufgeräumt. Wir sind immer noch kein Familienausflugsziel, aber immerhin etwas sicherer. Red Mile bietet weiterhin ein einzigartiges, aufregendes Erlebnis. Aber unser Klientel und unser Serviceangebot haben sich deutlich verbessert. Ich habe da anderes gehört, okay. Wie hast du hier aufgeräumt? Ich, Glückspilz, wurde in eine reiche Familie geboren. Das habe ich genutzt, um mir ein weit verzweigtes Netzwerk in den besiedelten Systemen aufzubauen. Sagen wir einfach, ich musste einige Gefallen einfordern. Aber mit Geduld und Hartnäckigkeit konnte ich meine Vision realisieren. Und jetzt, endlich, ist Red Mile wirklich ein unverzichtbares Reiseziel für alle, die einen echten Kick suchen. Ich hatte meinen Kick erst. Ich habe geheiratet. Da ist es sprachlos, ja. Ja, machen wir auf jeden Fall mal mit, ne? Wir gucken uns noch ein bisschen um und dann passt dir heute 50. Folge. Schön der Red Mile Run. Ich bin gespannt, was mich erwartet. warum hast du dir so viel Mühe gemacht, hier alles umzukrempeln? Was hast du davon? Weil Red Mile in meinen Augen das Zeug dazu hat, eines der einzigartigsten und beliebtesten Reiseziele in den besiedelten Systemen zu werden. Weil ich als Schöpferin eines einzigartigen und lukrativen Unternehmens in die Geschichte eingehen will. Oder vielleicht, weil ich die Herausforderung liebe. Wie die vielen Runner, die hierher kommen, um sich zu beweisen. Es gibt wohl nicht nur einen einzigen Grund. Sagen wir, es ist meine Berufung. Okay, gut, wir melden uns. Genieß deinen Aufenthalt. Aha. Oh. Hier sind die roten Knöpfe. Die Bestenliste. Donovan 28, Latika 25, Arnie 22, Tank 19, Valerie Vega 18, meine Ranz 0. Okay. Ja. Okay. Ach, keine Probleme. Da steht hier überall dasselbe dann drauf. Du auch keine. Hier geht's auch mal grob zu, aber wir versuchen zivilisiert zu bleiben. Ja. Guten Tag. Unglaublich, dass Leute, die an einem Blutsport teilnehmen, als Prominente oder Helden gelten können. Für mich sind sie schlimmer als Verbrecher. Ja, vielleicht wartest du draußen. Hallöchen. Eigentlich wollte ich den Run auch mal machen, aber ich habe Leute auf so heftige Weise sterben sehen. Wenn einer unbedingt sterben will, kann ich doch was dran verdienen. Früher war das hier ein echtes Drecksloch, aber es geht aufwärts. Unglaublich, dass Donovan Reese echt hier in der Bar ist. Der Typ ist eine Legende. Phil, Alter, die ganzen Credit Sticks. Lol. Na, Phil, alles klar? Ich komm mal rum. May führt einen. Schön, dich wiederzusehen. Und so soll er auch. Wartest du etwa schon lange? Nö. Oh, toll.
Ach, guck mal. Jetzt geht's wieder. Jetzt kann ich sie wieder bei dem verkaufen. Der hat aber immer nur 5000. Wow. Du meintest ja, später gibt's mal noch eine andere Möglichkeit. Tschüssi. Tschüss. Na gut, ein bisschen Kohle gemacht. Wo ist er denn, der Donovan? Da. Pass auf. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich versuche hier zu relaxen und ihr lasst mir einfach keinen Frieden. Ich sag dir was. Wenn du mit mir plaudern willst, kostet dich das was. Bring mir einen Runner's Rush von der Bar. Dann reden wir. Deal? Hol dir deinen Scheißdrink selber. Behandelt man so etwa einen Redmar Superstar? Falls du doch noch mit mir reden willst, weißt du ja, was du dafür tun musst. Oh Mann, immer diese Gefälligkeiten. Guten Tag, ich hätte... Verdammt, hey, was wollte weißt, der? Ich strecke die Drinks nicht mit Wasser wie der letzte Barkeeper hier. Hi, willkommen in Red Mile. Wir haben saubere Zimmer und starke Drinks. Kann ich dir eins davon anbieten? Oder beides? Ui, vielleicht beides? Ich hätte gern sauberen Drink und ein starkes Zimmer. Welcher Service bietet Red Mile noch an? Abgesehen vom Restaurant und Hotel bieten wir auch Raumschiffwartung und Betankung. Das komplette Programm. Rede einfach mit unserem Raumhafenmeister Lon Anderson. Und lass dich nicht ärgern. Er ist ein fauler alter Drecksack, aber er versteht was von seinem Job. Was war das Heftigste, was du beim Red Mile Run je gesehen hast? Oh, ich habe mal gesehen, wie einer von einem großen Monster gefressen wurde. Einfach mit einem Riesenhaps heruntergeschluckt. Der Typ war eindeutig hinüber. Keine 5 Minuten später, als gerade alle ihre Wettgewinner abholen, platzt der Kerl plötzlich aus dem Bauch von dem Biest raus und beendet den Parcours. War ein interessanter Abend, kannst du dir ja vorstellen. Aber stell dir lieber nicht vor, wie der Typ gerochen hat. Okay, ich brauche ein Zimmer. Hier geht's sogar. Okay, ich hätte gerne einen Drink. Gut, aber Vorsicht, die sind hier wirklich stark. Ja, der ist ja nicht für mich. Verdammt, was wollte er trinken? Hier, Runner's Rush wollte er haben, ne? Ach, das ist so eine billige Plörre hier. Ne, oh, was einreicht, ey. Viel Spaß! Vor allem die hier, die nur so scheiß Drinks und so Mist verkaufen, die hat 12.000 Credits. Aber die so mit Raumschiffteile handeln. Hey. Ah, du wieder. Hast du auch einen kalten Runner's Rush von der Bar dabei? Ich sitze auf dem Trocknen. Yep. Spitze, vielen Dank. Also, was willst du? Ich habe leider gerade keine Autogrammkarten da. Interessiert mich doch nicht. Bist du so eine Art Promi? Du bist wohl noch nicht viel rumgekommen, was? Nee. Ich bin Donovan Rees. Ei, der Donovan Rees. Der Bursche, der 28 Red Mile Runs überlebt hat. Darunter den drittschnellsten aller Zeiten. Mhm. Hast du irgendwelche Tipps für Red Mile Neulinge? Vor allem ein, brich bloß nicht meinen Rekord. Ansonsten nie zögern. Nie! Wenn du zögerst, vergeudest du Zeit mit Denken. Und das ist da draußen dein sicherer Tod. Ich sag immer, dass man einfach seinem Instinkt vertrauen muss. Lass deinen Instinkt übernehmen und dich antreiben, dann schaffst du es. Außer du weißt schon, dass deine Instinkte beschissen sind, dann tritt lieber gar nicht erst an. Also wenn wir 29 Mal, je nachdem wie lange das dauert, gewinnen würden, würde es vielleicht doch mal mit ihm hier so eine andere Option geben, ne? May sagt, ich soll dich fragen, wie hoch die höchste Wette auf dich war. Sagt sie das, ey? Ja, klar. Das Haus kriegt ja einen Anteil. Sie hätte lieben gerne wieder jemanden wie mich im Stall. Die größte Wette auf mich waren weit über 10 Millionen Credits. Ich glaube, May hat mit dem Geld die Kantine renoviert und hatte danach noch jede Menge übrig. Nur von der Kommission. 28 Runs, ist es eher viel? Eher viel? Das ist unglaublich unerhört viel. Wir reden hier von einem Wettkampf gegen Tod und Verstümmelung. Die meisten Leute überleben nicht mal einen Run.
Du kannst an einer Hand abzählen, wie viele Runner das je geschafft haben. Und davon lebt nur noch die Hälfte. Du befindest dich in exquisiter Gesellschaft. Bist du irgendwie lebensmüde? Ich mag einfach Herausforderungen. Ich wäre immer noch am Start, aber meine Knie und mein Rücken sind hinüber. Außerdem bin ich im Ruhestand. Ich hab's mir verdient, die Früchte meiner Arbeit zu genießen. Berühmt zu sein hat schließlich seine Vorzüge. Hab ich dir schon mal erzählt, wie ich bei der Mile mit meinem Arm in einer der Bestien feststeckte? Ich glaube, schön, dich zu sehen. Hey, Phil. May versucht echt, hier alles umzukrempeln. Ich freue mich total auf den nächsten Run. Das wird der Hammer. Genau, der achte Run. Also, ich wollte gerade... Ich bin schon gespannt, was mich da genau erwartet. So, ja, so ein Hindernisparcours irgendwie, ne? Aber... wie es jetzt genau ablaufen wird? Na, alles voller Terromorphs oder so. Wenn du dich anmelden willst, musst du mit Miss Divine sprechen. Jo. Ich guck nochmal wegen Comics oder irgendwas anderes. Nö. Laser Love. Alyssa Demile. Demil? Geigt sich da ein. Sag, wenn du was brauchst. Eigene Zunge erschlagen. Audi. Astrodynamik-Spezialist. Ich suche Arbeit. Stellst du ein? Was kann der denn? Anblick. Astrodynamik. Nehme ich mit, dann verkürze ich die Berechnungszeit für Graphsprünge und senke den Treibstoffverbrauch. Auch nicht schlecht, aber der hat nur einen Stern. Was kostet das? Ich will nicht mehr haben als ein normales Crewmitglied. Ich habe nicht so viel. Na gut, doch, wir haben ein bisschen was verkauft, aber trotzdem. Na los, trau dich. Gib mir einen Grund, dich rauszuwerfen. Das Spielkasino ist da unten, oder was? Runner kommen und gehen, aber Red Mile gewinnt gewöhnlich. Muss was Neues erleben. Menschen wetten auf das Leben anderer Menschen. Einfach widerwärtig. Ach hier, da drin, oder? Eigentlich wollte ich den Run auch mal machen. Früher war das ja ein echtes Drecksloch. Aber es geht aufwärts. Okay. Oben ging auf jeden Fall noch ein Weg weiter. Gehen wir erst mal hoch. Ich bin gerade im Minus, aber das gewinne ich zurück. Hey. Letzter Wille und Testament. Ich weiß nicht mal, ob das rechtlich überhaupt bindend ist, aber gut, ich habe alles verloren. Meine gesamten Credits, mein Schiff. Ich weiß nicht mal, wie ich das Hotel bezahlen soll und schon gar nicht, wie ich je wieder von diesem Felsen runterkomme. Mir bleibt nur eine Option. Ich melde mich für den Red Mile Run an. Wenn ich nicht zurückkomme, soll dieses Dokument als mein Testament gelten. Meine Mutter Michaela hinterlasse ich mein Fleischbällchen-Restaurant. Das Spicy Spacey Meatball. Ich weiß, es hat eigentlich sowieso dir gehört, aber du weißt besser als Gino, wie man den Laden führt. An meinen Sohn Gino, du kannst alles in meiner Wohnung haben, vor allem meine Musiksammlung. Da sind ein paar richtige Schätze dabei. Geh pfleglich damit um. Tut mir leid, dass ich kein besserer Vater war. Meine Ex-Frau Mala, dir hinterlasse ich das, was du mir auch hinterlassen hast. Nichts. Ich hoffe, du bist deswegen bis an dein Lebensende sauer auf mich. Filiberto Pan... Keine Ahnung. Das ist auch schön. Und meine Ex-Frau. Fernrohr-Etui. Hier ist was kaputt. Oh. Alter, was ist denn hier passiert? KI-Bewusstsein-Adapter. Wieder so eine Schmuggelware. Wir haben schon ein paar Mal was zum Schmuggeln gefunden. Vergiss nicht deine Pillen. Halt dich an die Hausregeln, sonst stehst du bald ohne Helm auf der falschen Seite einer Luftschleuse.
Da kommen wir nicht rein, die ist versiegelt. Na gut, dann quatsch ich mal mit ihr. Ich dachte, hier gäbe es noch ein bisschen mehr. Was guckst du so bescheuert? Willst du mich wütend machen? Genieß deinen Aufenthalt hier in Red Mile. Ich möchte beim Red Mile Run antreten. Ah, ein neuer Runner. Wir lieben Rookies, weil niemand vorhersehen kann, wie sie sich da draußen schlagen. Das sorgt für interessante Wetten. Aber die Red Mile ist nichts für Schwache und Ängstliche. Ist dir auch voll bewusst, dass du durch die Teilnahme am Run Leib und Leben riskierst? Ja, das ist mir schon klar. So gefährlich kann es doch nicht sein, oder? Schätzchen, die Red Mile ist voller blutrünstiger Monster, die dich mit Haut und Haar verschlingen wollen. Die durchschnittliche Überlebensrate liegt bei unter 25%. Und das bei erfahrenen Soldaten, Söldnern und Jägern. Neulinge schaffen die Strecke, wenn überhaupt, nur selten. Und wenn doch, fehlen ihnen meistens ein paar Gliedmaßen. Okay, kein Problem. Ihr kümmert euch um mich, wenn ich verletzt werde, oder? Siehst du hier irgendwo eine Krankenstation? Nee. Nein, Schätzchen. Wenn du mit Verletzungen überlebst, bist du voll und ganz auf dich gestellt. In dem Fall hättest du hoffentlich jemanden dabei, der dich zur nächsten Reliant Clinic bringt. Ja, hab ich. Oder du überredest Lorne dazu, dich zusammenzuflicken. Aber als Arzt ist er lange nicht so gut wie als Mechaniker. Ja, ist mir klar. Gut. Und kannst du bestätigen, dass du voll zurechnungsfähig bist, nicht unter Drogen stehst und von niemandem zur Teilnahme gezwungen wirst? Nein. Ich bin nüchtern, mache das vollkommen freiwillig und bin bereit, loszulegen. Die Stimmen sagen, dass jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt dafür ist. Ja, komm, ich könnte mir vorstellen, dass das jemand in unserer unmittelbaren Nähe nicht so gut findet. Wie du willst. Dann kündigen wir gleich deinen Run an. Nach deiner Vorstellung kommst du mit dem Aufzug nach unten. Okay. Ich bin danach gespannt. Bist du auf dich gestellt. Kämpf mit allem, was du hast, ums Überleben. Lauf zum Signal, aktiviere es und hol dir hier deinen Preis ab. Ein neuer Arm. Dann mal viel Glück da draußen. Danke. Na, ich bin gespannt, was das jetzt wird. So, zum Dock sollen wir? Ah, hier. Nee, da hinten? Wenn du denkst, du hättest bei der Red Mile eine Chance, sprich mit mir. What? Schön, dass du da bist. Ach, muss ich da draufstehen, oder? Faustfressen. Ach nee, hier durch, ja, okay. Ich wollte schon sagen, hier hinten war doch noch eine Tür, warum nicht da? Ich freue mich total auf den nächsten Run. Das wird der Hammer. Okay. Good luck, danke. Oh, Gott sei Dank, ich bin so froh, dass sie hier einen Pfeil hingemalt haben, sonst hätte ich nicht gewusst, wo es lang geht. Ja. Denk dran, wir haben den schwersten Schwierigkeitsgrad immer noch drin. Da hat sich nichts geändert. Ich hoffe, dass es mir das jetzt nicht versaut. Letzte Chance. Ach, guck mal. Ja, ist egal. Ach, hä? Okay. Bisschen verwirrt bin ich schon. Ist es draußen oder was? Ich dachte, das wäre da unten drin. Dann geht das los und das wäre in den Innenräumen irgendwo. Unterhalb. Wo will er mich denn jetzt bitte schön hinschicken? Nach Woli. What? Hä? Sie hat ja gerade gesagt, ich soll mit dem... mit dem Doc reden. Dann, warum muss ich jetzt nach Neon? Moment, das verstehe ich gerade überhaupt nicht.
Okay, also ja, können wir gleich machen, wenn das so sein soll, aber das verwirrt mich jetzt total. Ich dachte, es geht einfach hier los. Macht er nochmal einen Check-up mit mir oder was? Jetzt nur mal gucken, was hier unten noch so gibt. Sie meint ja, wir sollen zum Aufzug. Bitte sag nicht, dass du ernsthaft überlegst, es zu versuchen. Doch. Oh. Wie? Da geht... Hast du das? Geht das jetzt schon los? Ich glaube nicht, oder? Hol das Paket in Red Mile ab. Ja, stimmt, da war auch noch was anderes. Warte mal, ich... Wenn die sagt, ich soll erst mit dem Typen labern, dann müssen wir da, glaube ich, erstmal hin. Aber ich verstehe das gerade überhaupt nicht, warum ich jetzt nachnehmen muss. Achso, wir sind schon im Kampf. Ja, toll. Maustastatur. Und so regeln wir das auf Jamison. Gut. Dann mal kurz nach Voli. Also sie meinte doch, aber es gab jetzt auch keine... Ja, okay, das geht jetzt hier nicht. Ich renne jetzt hier einmal durch, aber das verwirrt mich gerade komplett... Ich wurde nicht vorgestellt, die meinte, es gibt immer so eine... Du solltest das Viech ordentlich ausnehmen. So eine Zeremonie oder sowas. Was ist da? Können wir sogar noch scannen. Ich glaube, wir sind hier noch nicht richtig. Ich glaube, das sollen wir noch gar nicht machen. Halt hier nicht weg teleportieren. Also, keine Ahnung, das ist mir gerade komplett unbegreiflich, ob das jetzt hier losgeht oder noch nicht, oder... Ah, cool. Erkenne ich noch ein zweiter irgendwo rum? Hier vorne. Ich würde erstmal gern zu diesem Dock gehen. So, jetzt müssten wir uns wieder teleportieren können. Also, es verwirrt mich jetzt enorm, dass wir ganz woanders hin müssen. Mann, warum kann ich mich denn hier immer noch nicht teleportieren, Mensch? Reise nicht verfügbar. Zählt das jetzt als Run oder? Ich dachte, da gibt es ein Startsignal oder irgendwas. Aber wie gesagt, sie hat uns ja auch nicht vorgestellt. Deswegen. Und sie meinte aber, wir sollen erst mit dem Doc reden. Das ist das, was mich jetzt komplett verwirrt. Sie meinte auch, wir sollen runter in den Fahrstuhl und dann geht's los, aber sie hat auch gesagt, wir sollen mit dem Doc reden. Hallo. Wenn ich jetzt nicht einsteigen kann, dann rennen wir da unten halt durch. Ich hab da was für dich. Ach so, okay. Es fing doch schon an. Wenn du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Wie kann ich Ihnen dienen, Captain? Hä? Sorry, so ein Blödsinn. Warum? Verzieh dich, bevor ich dir eine Kugel verpasse. Ja. Es ist komplett verwirrend gerade. Jetzt nochmal mit ihr quatschen oder? Dann würde ich nochmal gern anfangen, aber warum das mit dem Doc noch dazwischen kam? Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Was sie damit wollte. Ich habe keine Ahnung. Wo ist sie, Frau May? Frau May, ich habe da was missverstanden. Okay. Hallo. Da ist sie. Hey.
Egal, ob du zum Bett, aber die Red Mile ist nicht. Gut. Ja, ja. Wie du willst. So, jetzt nochmal. Dann kündigen wir gleich deinen Run an. Warte auf Mays Ankündigung. Nach deiner Vorstellung kommst du mit dem Aufzug nach unten. Danach bist du auf dich gestellt. Kämpf mit allem, was du hast, um sie. Ja, ja, ich persönlich hoffe, dass du es. Deshalb, die hat uns halt nicht vorgestellt. Jetzt, okay. Egal, wo. Verehrte Gäste, liebes Publikum, ich bitte um Aufmerksamkeit für eine aufregende Ankündigung. Wir haben neue Runner, die mit der Red Mile zu Ruhm und Ehre kommen wollen. Hat die... ...das Greenhorn das Zeug für die Sache? Platziert eure Wetten mit Köpfchen. Wer ist gespannt, wie sich unser Grünschnabel im heutigen Red Mile Run schlagen wird? Öffnen wir die Tür und wünschen wir ihm Glück. Er wird es brauchen. Okay, das kam halt vorhin gar nicht. Ne? Dass Donovan Reese echt hier in der Bar ist. So, jetzt aktiviere der das Typ Signal. Ist eine Legende. Oder hat er mir eine... Hier. Jetzt ist es als richtige Mission. Okay, der hat mir dann eine andere Mission da irgendwie reingenommen. Okay, wow. So ein Scheiß, ey. Gut, jetzt haben wir es aber. Hey, da kam gerade irgendwas durcheinander, hatte ich das Gefühl. Entweder war es ich und oder das Spiel, beide, keine Ahnung. Wie immer suche ich natürlich die Schuld als erstes bei mir, ihr kennt mich. So, jetzt geht's aber los. Okay, perfekt, jetzt haben wir es doch. Ich hab, da steht jetzt nur, wir müssen zum Signal kommen. Könnte ich auch einfach durchsprinten? Mal schauen. Oder muss ich die Tierchen wegballern? So, jetzt gehe ich aber direkt mal auf Maus und Tastatur. Quick Save geht trotzdem. Nachgeladen ist. Na, Level 24. Da gerade war doch nur Level 10. Passt sich wahrscheinlich auch an mein Level an. Oder der war ja vorhin schon, hat sich gerade nur bewegt. Wäre halt witzig, ne? Wenn ich einfach nur durchrennen kann, wäre ja kein Problem. Ich meine, ich knall die jetzt mal mit weg, die geben ein paar Erfahrungspunkte. Alter! What? Oh, oh, Alter. Okay, verstehe. Diese Scheißviecher halten wieder so viel aus. Ich gerne meine andere Waffen nehmen, aber. Bin getroffen. Kommt nur her. Komm nur her. Sarah nimmt jetzt auch unfreiwilligerweise dran teil. 6 EP plus. Wow. Okay, das sind richtige Kugelfresser. Machen jetzt auch nicht so viel Schaden an mir. Ich weiß nicht, ich renne jetzt mal durch. Vielleicht reicht das auch, wenn wir einfach durchsprinten. Keine Ahnung. Ich dachte, das wäre in den Räumen so ein abgespeckter oder abgesteckter Parcours. Hey. Lol. Ah, nee, die. Nehmen aktuell zumindest auch nicht so übermäßig viel Schaden, aber die fressen ja eine Kugel nach der anderen. Ja, CO2, Achtung. Also wenn man einfach durchsprinten kann, ich meine, ich denke mal, ja, die spucken immer diese kleinen Sachen da. Jetzt erstmal überhaupt kein Problem, bis hier hinzukommen. Hey, na du. Ja, also so ganz verstehe ich es gerade noch nicht. Vielleicht geht es ab hier auch erst richtig los. Ne, das war's. Hä? Okay.
Das ist ja lächerlich. Okay, sprint ich halt durch. 28, 29 mal. Oh. Nett, 144 die Schrotflinte. 5000 Credits. Verül. Okay, sehr seltenes Zeug. Gegner in der Nähe, da können wir nicht, wieder nicht hin. Das heißt, wir müssen wieder hinlaufen. Ja, ist ja. Oh fuck! Huch! Okay, das ist komplett für den Arsch. Vielleicht ist das jetzt nur die erste Runde, dass die anderen dann irgendwie schwieriger werden und die Gegner werden immer mehr, aber ihr habt ja gesehen, was die für Sch... Macht denen zwar schon ein bisschen Schaden, aber das gebe ich mir auf keinen Fall. Ich nehme mal ein Medipack, falls doch nochmal was passiert. Huh. Der Nächste! Sicher doch noch mal so ein bisschen weiter außen rumrennen. Ah, ja. Aber wie gesagt, vielleicht ist das nur jetzt der erste Lauf, die erste Runde. Tja, da fand unser lieber Schatz das nicht so gut und muss jetzt trotzdem mitmachen. Oh, das Medikum. Hey, Donovan, was machst denn du hier? Okay, ja, das war's. Ja. Ah, du schon wieder. Er stand gerade hier oben auf der Kiste, nee, auf der Werkbank. Man gab schon mal gutes Geld. 5000 Credits, jetzt müssen wir wieder so 10.000, 15.000 haben wir schon wieder. Sehr gut. Ja, man könnte natürlich auch mal gucken, ne? Ob wir die Mantis einfach mal die aufwerten. So, das war jetzt der Run, bei dem so viele nicht überlebt haben. Ja. Du hast uns bei deinem ersten Laufen nicht enttäuscht. Deine Leistung da unten war höchst beeindruckend. Ich hoffe, du trittst wieder mit uns an. Ja. Ich freue mich tierisch auf deinen nächsten Lauf, aber bis dahin, hier, bitte. Oh, Brute Force hinzugefügt, 4300 Credits, eine Waffe und 100 EP, halt. Auch eine Schrotflinte. Ja, okay, interessant. Können wir das gleich nochmal machen? Willst du doch mal raus auf die Red Mile? Ja. Kann man wahrscheinlich nicht jeden Tag oder nicht mehrmals hintereinander machen, sondern müsste vermutlich jeden Tag einmal hierher kommen. Oder einmal die Woche oder so. Ich vermute mal einmal am Tag kann man das machen. Wenn ich noch was für dich tun kann. Pass auf, wir probieren mal was. Wir nehmen uns mal ein Zimmer. Willst du einen Drink? Vielleicht. Wir haben ein Zimmer, das sofort verfügbar ist. Danke, danke, Bleibst danke. Bleibst du nur für eine Nacht oder wie lange? Ja, eine Nacht, zwei Betten bitte. Klar, das lässt sich einrichten. Das Zimmer, die Treppe hoch und am Ende des Flurs gehört ganz dir. Dankeschön, Frau Red Mile. Ach, wie heißt sie? Sati Chandra. Beschäftigt dich etwas, Sati? Na? Naja. Die sehen ganz geil aus, muss ich sagen. Sorgen. Die Raumanzüge. Die gefallen mir echt gut.
So, das blutverschmierte Bett nehmen wir nicht. Ich denke, das hier ist unseres in Besitz. Ach so, vielleicht das hintere jetzt. Jo. Mach mal zu. Korkenzieher. Schicker Eiskübel. Wäre auch was für zu Hause. Achso, stilisierter Schreibtischventilator. Ich dachte, da steht stilsicherer. Tja. Okay. Na gut, wir gehen mal pennen. Wir wollten ja sowieso, ne? 16 Uhr ist auch schon spät. Pennen wir bis nächsten Früh um 6. Gucken, wie vergeht die Jutti. Eine Stunde hier auf dem Planeten sind 25 Minuten Universal Time. Das nicht viel. Dafür gehen die Tage ja deutlich schneller auf dem Planeten. Ja, wir haben jetzt lange nicht irgendwo gepennt, ne? Auf Gagarin neulich, da gab's nichts. Das gefallen? Es gibt. Probier's mal schwerelos. Alter. Sie ist aber auch, ne? Es gibt eine Mod. Ist, glaube ich, mittlerweile egal zu was im Spiel. Ich könnte zu allem sagen, es gibt dafür eine Mod. Es gibt eine Mod, die. Ah ja. Die macht, dass. Es ist noch dunkel da draußen. Die macht, dass sie nach dem Schlafen nicht immer diese zweideutigen Anspielungen macht. Hey, Schlafmütze. Was ist los? War das zu viel für dich? Ich sag dazu nicht mehr so viel. So. Du unterhältst dich gleich mit den Sohlen meiner Stiefel, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. So. Aber keine nette Unterhaltung, stelle ich mir nicht schön vor. So, Frau Redmile, möge May. Das Glück dir hold sein. Okay. Gut, also man immer kann nicht gerne direkt antreten. Ja, was? Oder kann ich mich selber an. Vermutlich. Ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt. Vielleicht ja wirklich bloß alle paar Tage, ne? Vielleicht auch nur alle zwei Tage oder einmal die Woche. Müssen wir mal dran denken, dass wir zur Red Mile nochmal irgendwann fahren. Aber was es mit diesem Dock auf sich hat, das war jetzt komplett Verwirrung für mich. Gut. Red. Genau, wir hatten ja noch. Hole das Paket ab. Um Gottes Willen. Geh in dein gemietetes Zimmer. Gucken wir mal, ob ich das irgendwo finde. Mist, kann ich nicht das Paket in. Na, die Mission kann ich nicht direkt auswählen. Mist. Paket in der Red Mile abholen. Ja, aber von wem? Ich hatte jetzt mit auch niemandem hier irgendwie. Was war undercover nochmal? Ah ja, die UC Vigilance, okay. Sendungsverfolgung. Das hier vielleicht? Nee. Das war's nicht. Juno, nee, nein. Nee. Hier, Red Mile, genau, eine Lieferung für Salinas. Das war meine letzte Wette beim Razor Derby. Ist doch alles manipuliert. Da hinten unten? Okay. Mal gucken, wie wir da rankommen. Wir könnten hintenrum dann da unten wieder reinkommen. Halt, da ist falsch. Du brauchst nicht zu glauben, dass die Systef oder die Ranger. Okay, ja, nettes Etablissement. Gefällt mir.
alle ein bisschen spezieller drauf. Gerade die Ekliptik-Spinner haben echt einen am Sender. Aber wir haben gut geschlafen. Wir haben gut geschlafen. Schöne Betten. Kann man nicht anders sagen. Muss ich mal gucken, wie wir an das Paket rankommen. Liegt das hier rum oder was? Das liegt hier draußen rum. Okay. Top. Ach, herrlich. Unser neues Schiffchen. Irgendwann mal noch ein paar schöne Waffen dran. Perfekt. So, dann liefern wir das Paket mal noch ab, ne? Grüße. Grüße, Vasco. Alles klar? Guck bitte. Ich hab am Deck. So, dann schauen wir doch mal. Wo müssen wir denn hin? Was wird denn da jetzt wieder angezeigt? Geh in dein gemietetes Zimmer. Ja, ist ja nicht so, dass wir das schon gemacht haben. Okay, dann geht's rüber nach New Atlantis wahrscheinlich. Alpha Centauri. Nee, doch. In den Wohndistrikt. Oh, ich weiß gar nicht. Ich hab überhaupt keine Ahnung, wer Salina ist. Ich hab da was für dich gefunden. Ja, wieder irgendwelche abgelaufenen Medikamente? Ach, gerade ist mein Tag schöner geworden. Na gut. Nein. Aber versprich mir, vorsichtig zu sein. Ja. Ich will dich nicht verlieren. Ja, schade. Schatz, war doch nur ein Spaß. Alles, was du willst. Können wir aufbrechen? Ich bin direkt hin. Hallo, mir doch... Sonnenschein. Gott! Flirten? Nee, wie geht's mit unserer Ehe weiter? Hast du was Gutes für mich? Du kannst wohl Gedanken lesen. Nee, das hast du gerade gesagt. Hyperkatalysator. Schau, Schatz. Also, nee, ist immer noch schön. Ist immer noch schön. Was? Es gibt auch für... Hier. Auch hierfür gibt es eine Mod, dass das... allein über was sich Leute Gedanken machen, ist schon faszinierend. Man sieht an den Stationen, wo fährt's hin, wo gibt's was. Sieht man hier. Komplett. Die Mod ändert das dahingehend ab, dass das Logo oben zu sehen ist und das und das, wo es hingeht und wo was zu finden ist, das hier unten ein bisschen aufgeräumter aussieht. Fand ich ganz cool. Hatte ich überlegt reinzunehmen und ich dachte, nee, ich gucke da eh nie drauf. Aber jetzt, wo wir hier vorbeikommen, dachte ich, naja doch, ich muss mal drauf gucken. War schon geil, ne? Das gibt, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Mod, die diese Bahn so ein bisschen schöner machen. Weil die finde ich wirklich, die sehen nicht so geil aus, ne? Und vor allem, dass die immer noch mechanisch funktionieren, weiß ich nicht. Gut. Vielleicht wurde das vor 200 Jahren gebaut, als sie die Stadt errichtet haben. Aber selbst da, da hatten die ja schon Schiffe, um quer durchs Universum, zumindest durch die Galaxie zu reisen. So, das Paket abgeben. Machen wir das doch nochmal. Bin ja immer wieder gerne in New Atlantis. Wir haben ja auch unsere schöne Bude in der Unterstadt. Die haben wir schon mal besucht. 30.000, toll. Unterdeck. Das habe ich gemeint. Trete ich einfach der List bei und lass mich auf einem Mond irgendwo weit weg nieder. Tja, was will man Luxury machen? Lines, Trident. Aha. Genau. Alle Kunst ist politisch und ganz besonders das. Es geht hier buchstäblich um Krieg. Da sind Beschwerden unangebracht. Ja, voll. Manche Leute wollen einfach dagegen sein. Schlimm wird es, wenn jemand seine ganze Sergeant Persönlichkeit hat nach dir gesucht. Er scheint wieder Arbeit für dich zu haben. Sergeant Yumi sucht immer noch nach uns. Seit 80 Stunden sucht Sergeant Yumi nach uns. Was war das? Apex Electronics, ja. Tachchen. Ich helfe Henrik gelegentlich. Nicht mehr so oft. Aber ja. Das ist schon in Ordnung. Vicente. Ich dachte gerade, weil ich nur Salina gelesen habe, dachte ich, das wäre eine Frau. Ignoriere mich einfach.
Ich ruhe mich nur kurz aus. Hey, pass auf, folgendes. Ich habe hier dein Paket. Ah, sehr gut. Du hast deinen Teil der Abmachung eingehalten. Dann tue ich das auch. Salinas Hardware hat jetzt geöffnet. Ich schließe die Tür auf. Augenblick. Du darfst jederzeit gerne meine Wagen durchstöbern. 115 EP. Schön. Und 2500 Credits. Du wolltest aufsperren? Gemütlich, Della. Okay, gut. Komm. Jetzt. Ah, muss ich mir mal merken. Bei ihm Lunge, könnten wir... Ich weiß nicht, ob ich das richtig... Wenn dir was ins Auge springt, sag Bescheid. Auch verkaufen, ne? Ja, der hat jetzt nicht so viel Geld. Bisschen Kohle können wir ruhig mal machen. Hier 144 Schaden. Ich habe das die Schrotflinte mit den meisten Schaden, die ich bisher gesehen habe. Kammerjäger plus 30 Schaden bei Aliens. Okay, also vielleicht. Das ist schon viel Schaden, ne? Und vor allem physischer Schaden. Aber ich habe hier auch. Habe ich irgendwo. Warum habe ich denn die Britscher drin? Was war denn das? Ach ja, das war ja die wie so ein kleiner Raketenwerfer funktioniert. Hat immerhin ein Vierer-Magazin, fand ich ja auch ganz geil, ne? Hab ich irgendwo diese scheiß EM-Gewehre, die ich überhaupt nicht mag bisher. Ja, hier die. Die 7 und die 8, die kann ich eigentlich rausnehmen. Das Teil nehme ich nicht. Dann nehme ich, da behalte ich doch mal die Brutforce. Nee. Ja, wobei auch nicht verkehrt. Feuerrate 20, Magazin aber nur 7. Ist auch eine Schrotflinte. Scheiß drauf. Nee, kann ich nicht verkaufen. Der hat nicht mehr so viel Credits. Aber die Coachman vielleicht doch mal. Aber 2 Schuss ist immer... Pff. Ich habe auch noch überhaupt nicht einen einzigen Skill in irgendwelche Waffenkunde gegeben, ne? Weil man da hier bei, das ist Kampf wahrscheinlich, was gibt's denn da so, ballistische Waffen, 10%, 20%, 30% und 30% mehr Schaden und dann hier mehr Reichweite nochmal. Das geht ja hier unten dann noch weiter. Schnelles Nachladen. Bei Treffern an Gegnern Chance von 15 Sekunden Nachladetempo um 50% zu erhöhen, ist auch mega geil. Aber gut, wir kommen so mit dem Kämpfen ganz gut zurecht, deswegen erstmal nicht. Nächsten Skillpunkte gehen hier drüben wieder irgendwo rein. Fliegen, wie gesagt, ich müsste mal die 30 Schiffe zerstören. Aber wir können auch Raumschiff-Design 2 machen. Das würde ich gerne machen. Aber fehlt uns der Skillpunkt. Schild auch nochmal mehr, wäre auch geil. Naja, ja gut, früher oder später kommen wir schon zu unseren ganzen Sachen, die wir da gerne hätten. Jetzt nehme ich aber erstmal die Coachman doch mal rein. Was ist jetzt frei geworden? Das hier, die 7 war es, genau. Ah, er hat jetzt geöffnet. Ich bin nicht mehr der Schnellste. Das habe ich gerade gemerkt. Grafsprünge machen mich nervös. Was ist, wenn das Schiff ohne mich springt? Er hat auch nichts im Angebot, ne? Ist das eben einfach so? Herr Salinas? Zufriedenheit. Okay. Jetzt geht's. Sehr gut. Was hat denn der so? Ist das auch so? Würde gern 600 DPS. Das ist die Coachman, die wir auch gerade haben. 144. Oh. 48 physischer Schaden. Feuerrate von 60 und ein Magazin von 50. Eine Grendel ist es. Ach, guck an.
7 mm ist das, okay. Ja gut, die ist schon nicht schlecht hier, ne? Aber 25er Magazin nur. Ja, die ist schon besser. Und vor allem, die können wir noch gut modifizieren, aber wie immer habe ich nichts zu modifizieren. Die Brutwurst, die, pf, scheiß drauf, die guten Magazin von 7. Fügt bei Waffenschlägen doppelten Schaden zu. Achso, ich muss schlagen. Hm. Hatte die Coachman irgendwas? Bei Aliens 30% mehr Schaden. Das ist eine Menge, denke ich mal. Egal, die Brutwurst verkaufe ich. Egal. Munition. Was würde mich denn für meine Geliebte... Die hier, was ist das für eine Munition? 11 mm und 6,5 mm. Einmal das hier. 9000 Credits für 300 Schuss. Alter, no way. Und 7,5 mm. Ist das egal? Ach so, 18 Schuss. Nee, das ist bestimmt was anderes, oder? Wenn du reden willst, kannst du mir alles sagen. Dein Freund erzählt, dass er gerne aufs Unterdeck geht. Er sagt, es ist gar nicht so übel. Komisch, oder? Schotti. Wow. Die sieht aber geil aus. Ach, da liegen zwei Waffen drin. Ein Tombstone und eine Coachman. Willst du vielleicht das neue Restaurant bei der Botschaft? Ne, drei sogar. Da liegt eine Handfeuerwaffe drin. Eine Schrotflinte und, weiß nicht, irgendein Maschinengewehr oder sowas. Okay. Sehr schön. Also, wir haben auch endlich das Paket abgegeben. Was haben wir denn noch so? Wir hatten... Wir sollten doch mit Sergeant Yumi mal reden. Vielleicht können wir das einfach mal machen. Das war doch hier, oder? Hier. Sprich mit Sergeant Yumi. Der, die... Das wartet schon lange, 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 lange auf uns. Wenn ich doch jetzt nur wüsste. Also ich weiß, wo es... Ja, okay. Dann okay, gehen wir hinten raus. Jetzt habe ich alles erlebt. Sozusagen der Hinterausgang, wenn wir von hier aus betrachten, dass unsere Wohnung am anderen Ende der Haupteingang ist. Den betreten wir immer durch den Messdistrikt, wenn wir mitnehmen. Mit dem Zug ankommen, dort wo Donna arbeitet. So, also Sergeant Yumi, wir kommen. Endlich. Was ist eigentlich aus unserem, was war das, ein Feigenbaum hier, als wir mal New Atlantis besamt haben? Wo war denn das? Da müsste ich vom... Ach, wir sind am Raumhafen. Ja, okay. Gut, hier ist es auch gar nicht. So, Sergeant Yumi. Oh, schöne Pose. Frau, Herr Sergeant Yumi. Wie läuft die Ermittlung? Okay, gibt es noch Nachwirkungen des Terrormorphs-Angriffs? Die gesamte Abteilung erholt sich noch davon. Ich eingeschlossen. In meinen Albträumen fällt sich mein Team immer noch gegenseitig in den Rücken. Dinge kann man ersetzen und Wunden heilen. Doch Vertrauen gewinnt man nicht so leicht zurück. Glücklicherweise haben wir eine gute Arbeitskultur und neue Rekruten, denen du ein Vorbild warst. Wir werden es schon überstehen. Bis später. Das ist so ein Ding, ne? Einiges davon hat bis heute noch nicht geklappt von den Aktivitäten. Kann man die nicht abschließen oder sind das nur so Hinweise? Manchmal, auch das hier, das hatten wir mal ganz am Anfang mal gemacht, ne? Überprüfe das Inventar deines Schiffes, da hatte ich das ausgewählt, haben wir das gemacht, aber das ging nie weg. Sind das nur Aktivitäten, die mich dahin führen und wir dann von dem Herrn Yumi, wir hatten ja eine andere Aufgabe schon bekommen, glaube ich, ne? Auch das hier, das haben wir schon gemacht. Und hier gibt es auch nichts Abgeschlossenes, ne? Das ist alles immer nur... Sprich mit Doc.
Da mussten wir nach Neon. Ich glaube, die führen uns dann zu anderen Missionen, die dann hier als Sonstiges auftauchen. Weil sonst, guck mal, wir haben schon ein bisschen was gemacht, aber noch nicht viel. Aber ja, so ganz schlau werde ich da halt nicht draus. Was haben wir denn noch? Was haben... Oh Gott. Was ist das hier? Hier, doch. Ach ja, darum ging es. Genau, seht ihr. Das ist auch eine der ersten. Sergeant Yumi und mit Agent Platon. Das wurde jetzt nochmal angezeigt. Und wahrscheinlich, wenn wir das irgendwann erledigt haben, fällt das auch aus der Aktivitätenliste oder sowas raus. Ich weiß es nicht. Ist so ein bisschen Rätsel. Aber okay. Gut, dann sprechen wir mit Agent Platon nochmal. Dann müssen wir nochmal in den Hauptdistrikt. War schon cool. Also ich bin sehr, sehr gern immer noch in der Spielwelt unterwegs. Ich freue mich, wenn ich nach New Atlantis komme oder überall woanders hin in dieser wunderschönen Spielwelt. So. Und ab und zu wurde ich auch immer mal gefragt, ob mich nicht diese Ladezeiten nerven. Nö, gar nicht. Ist genauso. Gerade wohl beim Betreten des Schiffes. Ich bin für dich da, Schatz. Danke, toll. Oh, doch, haben wir nicht einen Cappuccino neulich zwei gekauft? Einen für uns, einen für Donna nochmal, falls sie nochmal hier ist. Donna? Ja, es ist gerade Nacht, die wird Feierabend haben. Ich glaube nicht, dass die diese Woche hat, die glaube ich keine Spätschicht. Dass man, wenn man das Raumschiff betritt, kannst du ja normal betreten oder direkt ins Cockpit. Und da kommt halt auch ein Ladescreen, ne? Da geht vielleicht 2 Sekunden, wenn es hochkommt, keine Ahnung. Ich sag mal, wenn du dahin laufen würdest, wärst du länger unterwegs, als wenn ich mich direkt ins Cockpit bringen lasse. Ja, das ist immer so eine Frage, ne? Das war auch ewig. Ich kann mich an, über Jahre hinweg wurde sowas in den Elite Dangerous Foren. Da unten hin? Ach so, das schickt uns im Messgebäude direkt hoch. Deswegen da der Seiteneingang. Da gab es auch immer die Diskussion. Raumschiffe betreten können. Oh, ja, Mann, nein. Ich bin mit den Berichten so, total Vor- und hinterher. Nachteile. Natürlich für die Immersion. Je mehr Immersion, desto besser. Finde ich auch mega geil bei fast egal was für Spielen. Aber wenn man dann nichts machen kann, man kann ja hier in den Raumschiffen rumlaufen, solange sie irgendwo rumstehen, ist ja auch kein Problem. Vielleicht gibt es später eine Mod, dass wenn man im Weltall ist, da auch dann rumlaufen kann. Warum auch nicht, von mir aus. Aber so wie es vielleicht, kann man jetzt so mutmaßen, Elite Dangerous vielleicht umgesetzt hätte, dass man vielleicht rumlaufen kann, aber dann nichts dort machen kann. Das ist dann immer so eine Frage, macht man es dann am Anfang nur 2, 3, 4, 5 Mal, weil es neu ist und schön ist? Oder macht man es wirklich jedes Mal? Das ist immer so eine Frage. Also Optionen sind natürlich immer schöne. Hier gibt es die Option, du kannst direkt ins Raumschiff rein, ins Cockpit. Oder du gehst rein, läufst dann bis zum Cockpit. Mache ich so, mache ich so. Ihr seht ja, ich mache das nicht immer gleich. Mache das mal so. Mal teleportiere ich mich zum Raumschiff, mal laufe ich zurück. So. Tachchen. Huhu. Wir sind der Neue. Guten Tag. Jeder Bürger, über weitere Einzelheiten unserer Arbeit darf ich leider nicht sprechen. Was ist die Aegis? Wir sind der Geheimdienst der United Colonies. Die UC Security reagiert auf Bedrohung. Aegis verhindert, dass sie überhaupt erst entstehen. Aegis? Okay, gut. Du heißt Platon? Klingt ja fast wie Plankton. Nein, meine Eltern wären nie so anmaßend gewesen. Jeder Agent bei Aegis kann ein Pseudonym wählen, das natürlich genehmigt werden muss. Und ich habe mich dafür entschieden. Seitdem ist mir klar geworden, dass ich nicht ganz so klug bin, wie ich früher dachte. Ist wahrscheinlich niemand von uns. Okay, ich möchte auch ein Synonym. Ich wäre dann Commander 0815. Was machst du hier? Ich bin der Leiter von Aegis, der Geheimdienstabteilung im MAST. Ich beaufsichtige unsere Projekte und die Agents im Einsatz. Weitere Einzelheiten kann ich dir aber leider nicht nennen. Nicht einmal jemand mit deinen Erfolgen kann die Freigabe erhalten, um mehr zu erfahren. Ist nichts Persönliches. Rechts oben stand gerade Prognose verbessert, Verstauchung. Ich weiß nicht, wo ich mir was verstaucht habe. Bin wahrscheinlich irgendwo hängen geblieben, gestolpert. Passiert ja immer mal.
Was kannst du mir über Aegis sagen? Du musst eigentlich nur wissen, dass wir den Bürgern dienen und die Guten sind. Unser Hauptanliegen ist die Sicherheit der Bürger und des Besitzes der United Colonies, wo immer sie auch sein mögen. Wir behalten, alles im Auge. Der Bürger? Ich habe hier noch keinen Fastfood-Laden gesehen, außer Chunks, aber seien wir mal ehrlich, das ist doch nichts. Die kleinen Dinger, da muss ich ja 30 Stück essen, dass ich ein bisschen satt werde, als Vorspeise. Guckt aber recht zufrieden, das Kerlchen hier. Okay. Hä, wie, was? Ihr seid also Spione? So wurden wir gelegentlich schon bezeichnet. Ob im Guten oder im Schlechten. Okay. Wie viele Agents, warum eigentlich nicht Agenten, okay, arbeiten für euch? Dazu darf ich mich nicht äußern. Keine Sorge, wir haben viele gute Leute, die sich ins Zeug legen. Bisschen so Men in Black mäßig, oder? Wenn man erst betonen muss, dass man zu den Guten gehört, tut man es meistens nämlich nicht, ne? Diese Meinung kannst du natürlich haben. Und es gibt viele, die das ähnlich sehen. Trotzdem werden wir genauso auch auf dich aufpassen. Danke, ich bin erwachsen. Ich schaffe das oft, selten, ab und zu, wenig alleine. Ich soll was für die UC Security abholen. Du machst jetzt Routinearbeit, Captain? Das ist ja eine schöne Belohnung dafür, dass du die Stadt vor Terrormorphs gerettet hast. Ich bin halt nett. Ich bin der Gute. Ich brauche die Credits. Kein Job ist mir zu minder. Okay. Was ist denn das? Sergeant Yumi braucht Hilfe, also habe ich mich gemeldet. Kein Job ist mir zu minder. Das finde ich schön. Das muss ich mal auf Arbeit bringen. Wenn mal wieder irgendwas kommt, sage ich einfach voller Freude. Ach, wissen Sie, kein Job ist mir zu minder. Merkt euch das, bringt das gerne mal auf Arbeit. In einer passenden Situation vielleicht, bei jemandem, der sowas versteht. Diese Einstellung hat wohl dafür gesorgt, dass du es überhaupt zum Captain geschafft hast. Aber die Abwehr einer Terrormorph-Invasion hat sicher auch nicht geschadet. Wie auch immer, kommen wir zur Sache. Wir glauben, einer unserer Übergabepunkte ist aufgeflogen. Darum möchte ich, dass jemand von der UC Security die Sache übernimmt. Bring das Paket zu Sergeant Yumi. Er wird es als Beweis aufnehmen, bevor es wieder zurück zu Aegis kommt. Muss ich es wieder zurückbringen? Warum hast du auf ein persönliches Treffen bestanden? Ich habe dem Sergeant gesagt, dass ich die Person für diesen Job zuerst selbst treffen will. Ist nichts Persönliches, aber diese Art von Auftrag ist nun mal neu für dich. Natürlich hätte ich nicht erwartet, dass jemand wie du hier aufkreuzt, Captain. Du bist natürlich qualifiziert. Was meinst du mit aufgeflogen? Wir gehen davon aus, dass andere Gruppen Bescheid wissen und so unsere Agents enttarnen können. Da das Paket sich bereits dort befindet, können wir die Sache nicht einfach ignorieren. Damit uns keiner auf die Spur kommt, muss es jemand von außerhalb von Aegis beschaffen. Alles klar. Wo soll ich es denn abholen? Fahr mit der Net zum Weltraumhafen. Direkt beim Bahnhof gibt es einen Galbank-Automaten. Das Paket klebt unter einer der Bänke. Bring es zu Sergeant Yumi, dann ist der Job erledigt. Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist in dem Paket? Darf er mir mit Sicherheit nicht sagen. Bloß die üblichen Berichte über auffällige Personen. Derzeit geht es uns eher um die Person, weniger um die Info. Viel Glück mit der Mission. Wer klebt denn ein Paket mit Berichten über auffällige Personen am Weltraumhafen unter eine Bank? Boah, Alter, Aegis, ohne Scheiß. Aber schönes Büro, die Wände gefallen mir, hätte ich auch gern zu Hause. Also die typische Pose, ne? Von so Militärleuten, so hinter einem Schreibtisch oder... Das meine? Natürlich bist du hier jederzeit willkommen, so wie jeder andere auch. Ja, aber vergiss nicht, du wirst überwacht. Ja, gleichfalls. Ja, brauchen Sie nicht so zu gucken, die habe ich mir verdient, wurde mir vom Amt gestellt. Bin ich ganz zufrieden mit. Und Sie denke ich auch. Ne, Schatz? Oh, oh, jetzt kommt's rein, jetzt gibt's Ärger. Oh, oh. Nicht wieder ins Gesicht, nicht wieder ins Gesicht. So, Schätzchen, Hasilein, Engelchen, meine kleine Perle. Na dann, holen wir mal dieses sensible Paket ab.
Also ehrlich. Unter der Bank geklebt. Bis gleich. Es sind leider nur Einsitzer, die sind sehr groß, aber da passt immer nur einer rein. Das ist doch ein Scherz. Gut, das muss ich jetzt nicht verstehen, aber ich nehme es mal so hin. Schieß los, falls du noch Fragen hast. Ich hab dein Paket. Gute Arbeit, Captain. Du warst für diese Aufgabe eigentlich überqualifiziert. Aber da wir unterbesetzt sind, bin ich froh, dass du gekommen bist. Allerdings scheinen wir Glück zu haben. In letzter Zeit gab es bei uns viel Zuwachs. Und alles nur dank meiner eigenen Initiative. Ich würde es mir nicht zur Gewohnheit machen, Leute von der Straße zu rekrutieren. Ja, freut mich, dass es geklappt hat. Mich auch. Und da ihr alle auf Abruf arbeitet, sparen wir uns die Formalitäten. Danke. Hier ist dein Geld. Falls ich mal wieder einen Job für dich habe, melde ich mich. 4.300. Er hat jetzt aber nicht schon was Neues, ne? Mein Lieblings-Security-Officer in Teilzeit. Wie läuft das Tagesgeschäft? Ist wie immer eine echte Plackerei. New Atlantis gilt als die sicherste Stadt in den besiedelten Systemen. Das kommt aber nicht von ungefähr. Es erfordert jede Menge Arbeit und reichlich Personal. Ich glaube, das mit der sichersten Stadt hat sich seit neulich auch ein bisschen erledigt, oder? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Momentan habe ich nichts für dich. No. Komm später wieder. Dann gibt es vielleicht was. Dachte halt, weil uns schon so ein paar Mal jetzt hinterhergerufen wurde, dass er nach mir sucht. Okay, na schön, dann haben wir das auch endlich mal gemacht. Er wird froh sein, dass er endlich nach Wochen im Spiel sein Scheißpaket bekommen hat. So, was haben wir denn noch? Sprich mit Catherine Lucion. Weiß ich nicht. Was ist das hier schon wieder? Wo ist das? Was haben wir denn hier unten? Schulden eintreiben. Wir können ja mal von unten so ein bisschen die sonstigen Sachen abarbeiten. Achso, wo geht's denn dahin? Piazzi. Ich meine, auch wenn das vielleicht tatsächlich die Sternsysteme so nah beieinander sind, aber ich meine hier im Spiel, es ist so viel Platz, legt sie doch einfach 2 Zentimeter auseinander. Wird keinen interessieren, anstatt die doppelt zu belegen. Wo soll's als nächstes hingehen? Piazzi, waren wir noch gar nicht in dem System, ne? Ach. Das, wow. Sehen ja alle gleich aus hier. Hier Neodymium. Huch. Aluminium. Gemäßigt. Flora. Urwüchsig. Aha. PB ist Blei, ne? Ich weiß, wir müssen da oben hin. Ich will jetzt mal den anderen Planeten angucken, um herauszufinden, was urwüchsig als Planet gemeint ist, wie das da aussieht. Berge, Steinwüste. Huch. Gibt hier nur Berge und Steinwüste. Flora urwüchsig. Das will ich jetzt mal wissen. Landeanflug. Alles im grünen Bereich.
Gegenschub. Ja, stark, wenn die Dinger angehen. Das regnet ein bisschen. ...60 EP. Einfach, ach so, wenn man generell auf neuen Himmelskörpern landet, gibt's Erfahrungspunkte, ne? Was haben wir denn? 4 Flora, 1 Ressource, 2 Merkmale. Ja komm, machen wir auch noch, ne? Haben wir heute ein bisschen alles gemacht. Red Mile Run gemacht. 2 kleine Missionen erledigt. Da hinten haben wir doch schon mal was. Ja gut, das ist natürlich, aber wir brauchen eigentlich... auch eine... Oh, was ist denn das für ein natürliches Zeichen? Das habe ich noch nie gesehen. Karkknolle. Mist, jetzt habe ich sie abgeerntet. Okay, was ist das denn? Auch so... Ah, okay, dann... Dann lasst uns mal in die Richtung gehen. Gut, also die eine Ressource haben wir jetzt schon. Ein paar Pflanzen, 4 Stück gibt es hier. Fasern, sehr gut. Brauchen wir auch. Gerade für die Inneneinrichtungen später. Da fällt das immer mal an. Urwüchsig. Hm? So urwüchsig sieht das hier gar nicht aus. Ein G, 21% Sauerstoff. Was ist das? Tierisch, pflanzlich oder mineralisch? Das wird wohl Typ Pflanze gewesen sein, mein Hase. So, eine Karkknolle noch. Ich meine, gut, Steinwüste, was soll es hier schon großartig geben? Bis auf die großen, natürlicheren, gewachsenen Bäume. Guck mal, da haben wir das Biom sogar schon abgeschlossen. Da hinten. Okay, bin ich mal gespannt. Ich wollte ja nur mal gerade gucken, was hier so ein bisschen urwüchsig ist. Was sie damit meinen. Könnten wir hier einen Außenposten? Ja, würde gehen. Okay. Ah, Fasern. Da rechts auch nochmal. Nehmen wir alles mit. Giftgas. Nee, radioaktives Gas. Das ist nicht so ungesund wie Giftgas. Aha, natürlich. So. Neues geophysikalisches Merkmal entdeckt. Ich glaube, das auch neu. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Gucken, ob was... Ja, da können wir scannen. Reicht auch das eine. Sehr schön. Riesige Scherben. Oh. Oh. Aha. Kann man da... Ja. Ich habe es erst gesehen, aber ich wollte nur mal testen. Nur mal kurz in Giftschlot rein. So, da hinten ist noch was Natürliches. Mal schauen, ob wir da das zweite schon haben oder ob das wieder so ein normales ist, was immer mal vorkommt, aber nicht gescannt werden kann. Das da, hm? Eine Felsformation.
gab direkt 20 EP, könnte sein. Dass das nichts ist, was man scannen kann. Vielleicht gibt es auch dieses andere Merkmal im Bergebiom. Ja, ich glaube, das ist wieder so eins, was man nicht scannen kann. Also was einfach nicht als solches Merkmal gilt. Wobei. Oder ist es nur Blei? Ach nee, hier liegt was rum. Oh, ein Fernglas für zu Hause. Nova Light. Digi Dietrich Credits. 300. Und ein Stück von dem Sitz oder sowas. Ach, guck mal. Da ist sogar ein kleines Lager. Wobei, so ein Teppichmesser für zu Hause. Sehr gut, 7,77 mm. War das nicht die wir für meine Waffen brauchten? Okay. Gucken wir noch mal kurz im Steinbiom rein. Dann müsste es ja da die restlichen Pflanzen geben, ne? Oh, keinen. Irgendwas Nützliches entdeckt? Doch, da hinten. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ah, das ist das Gleiche. Was ist näher dran? Das ist näher dran. Gucken, vielleicht finden wir noch eine Pflanze. Aber ich hätte gern die Merkmale auf jeden Fall mitgenommen, denn alleine die bringen auch schon ordentlich Erfahrungspunkte. Da ist noch eine. Verkrüppelte Kiefer. Au, oh ja, das war jetzt beim Einatmen. Ressource dekorativ. Oh, sehr schön. Zwei Ornamente. Rote Kristalle. Bildchen. Vielleicht geht das ja irgendwann wieder, dass wir im Ladescreen unsere Bilder sehen. Ich habe da neulich nochmal versucht, aber das kriege ich gerade nicht hin. Egal, wie ich da hin und her geschoben habe und den Pfad angegeben habe. Den einen haben da gesessen, das Spiel bestimmt 20, 30 Mal geladen, um einfach nur zu sehen, ob es wieder meine selbstgemachten Bilder anzeigt. Aber nee, macht es leider nicht. Entweder schwarz. Es kann auch sein, dass die... Mit dem letzten kleinen Fix von mir aus jetzt gesehen, dass die dahingehend was geändert haben, weil da jetzt immer zwei Bilder entstehen. Ein kleines und das richtige. Und ich meine, das war vorher nicht so. Aber vielleicht täusche ich mich ja auch, aber ich weiß ja nicht. Vorher, da ging es ja sogar, als mal nichts angezeigt wurde, hatte ich ja einfach die Bilder, die ich mal gemacht hatte, in den Ordner gezogen. Das waren nicht die Bilder, die vom Spiel aus gemacht wurden, sondern die ich mit einem anderen Programm nebenbei dann nochmal separat gemacht hatte. Und das hat auf Anhieb funktioniert. Aber jetzt, gerade nach dem letzten Fix, geht das leider gar nicht mehr. Ach, guck mal, hier ist es schon. Yes, 200 EP. Nice, ey. Warme Mineralquelle fördern das schnelle Wachstum der Kristalle. Ja, da gibt es auch noch so Blau und Türkis. Oh. Mal. Ich
Lass sie mal kurz stehen. Sieht das vielleicht blöd aus? Lass mal Urlaubsfoto machen. Ich zoome mal ein bisschen weiter weg, damit wir beide nicht so dolle drauf sind. Da haben sich schon hier und da was einfallen lassen. Ne? Kann man nicht meckern. Ab und zu kommt natürlich jetzt schon mal was doppelt vor. Aber auch immer wieder was Neues. So, kriegen wir die eine Pflanze vielleicht noch voll? So, das da hinten sind auch wieder die Kristalle. Aber wir gehen einfach mal in die Richtung. Ich glaube, ein oder zwei von den Pflänzchen von gerade eben brauchen wir noch. Dann hätten wir zumindest noch die eine Pflanze. Naja. Ja, zweimal. Ich nehme jetzt kein Blei mehr mit. Wir haben, glaube ich, genug da. Ah, da oben. Ach, guck mal, Biom abgeschlossen. Da muss es doch noch ein drittes Biom geben. Ah ja, vielleicht an den Polen. Das kann auch sein. Gibt ja auch so ein paar Leute, die finden die Grafik vom Spiel überhaupt nicht schön. Also ich glaube, dann... Klar, hier und da gibt es Texturen, die sind nicht so hundertprozentig absolut extrem krass top. Keine Ahnung. Aber ich finde, das Gesamtbild ist doch echt stimmig, oder nicht? Ah, ja, wieder so ein... Auch nochmal 20 EP. Aber Kristall ist auch was Tolles, oder? So, da muss ja hier noch ein drittes Biom geben. Berge ist 100%. Steinwüste ist 100%. Vulkanisch. Dann gibt es da noch zwei. Oh, hier. Das sieht doch Dune-mäßig aus. Sand, Sand, Sand. Wie viele Lebensformen es auf diesem Planeten wohl gibt? Finden wir es raus. Da ist doch schon das Erste. Perfekt. Ein geneigtes Feuerblatt. Und die eifersüchtige Herzranke. Oh, da habe ich auch so eine mit. Struktur. Ah, Pigment, aber auch gut. Ich glaube, Pigment haben wir jetzt auch nicht so häufig gehabt. Ja, das hier ist so urwüchsig oder wie es heißt, ne? Gift, okay. Ja, das ist so ein bisschen urmäßig. Und das im vulkanischen Gebiet, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gedacht dann eher an den Bergen. So. Das geneigte Feuerblatt haben wir. Dann fehlt jetzt nur noch diese eifersüchtige Pflanze. Da ist er schon. Herzranke. So. Und dann haben wir auch den Planeten mal noch fix gemacht. Ja, hust dir wieder einen ab. Man hört auch so ganz leichte Geräusche von so Regenwaldtieren. Keine Ahnung. So im Hintergrund immer mal. Das ist ganz cool. So, zwei noch. Eine noch. Und dann haben wir auch den nächsten Planeten komplett. Dann sind es nur noch, weiß ich nicht, 990 oder so. Das wird ein Spaß. Da freue ich mich. So, 100 EP nochmal. Es fehlt auch nicht mehr viel zum letzten Level. Fein. Ja, zum Militärposten sollten wir. Sofort ab oder willst du noch warten? Achso, nee, ich wollte direkt darunter. Ja,
muss zum ersten nochmal hin. Ja, die Schulden eintreiben, genau. Landestelle sauber, dann mal runter. Der Logistik-Skill sorgt dafür, dass Schmuggelware weniger entdeckt wird beim Schiffsscan. Stand gerade als Tipp da. Wow, Alter. Warte mal kurz. Das ist ja mal der Hammer. Alter Schwede. Oh, das ist mir das schönste Bild, was ich bisher gemacht habe. Die steht ja mal sowas von perfekt. Geil. Oh, das gefällt mir. Jetzt habe ich ein paar gemacht für diese Folge. Jetzt weiß ich nicht, was ich nehme. Da sitzt er. Ach, wir können auch hier rein. Komm mal durch die Texturen durch. Was? Was? Hier sind gar keine Kabel verlegt. Okay. Das ist so die WLAN-Hydraulik wahrscheinlich oder sowas. Okay, cool. Verlassen. Guten Tag, Captain. So, Achtung, Vorsicht, Kopf einziehen. Hier an der Schubdüse vorbei. Da soll man noch ein bisschen heiß, wenn man frisch gelandet ist. Ja, die feuern noch so ein bisschen nach. Hat er wieder Husten. Okay. Da hinten hin. Okay. Na gut, Aluminium haben wir wirklich genug. Helium 3 bauen wir aktuell noch nirgendwo ab. Könnte man vielleicht mal machen. So, was fehlt noch? Beryllium noch? Und Neodym fehlt dann nur noch. Treibe die Schulden von Dieter Maliki ein. Okay. So, dann machen wir das mal. Da hat er hier seinen eigenen kleinen Außenposten. Ganz weit weg vom Schuss. Schiff auch so einstellen. Sehr angenehm. Hallo. Hast dir echt Mühe gegeben, mich zu finden? Du kannst mich nicht einschüchtern. Klar, eigentlich vertreibe ich Versicherungen und ich habe ein super Angebot für eine Lebensversicherung. Ich bin im Auftrag der Galebank hier. Es ist an der Zeit, dass du deine Schulden zurückzahlst. Verdammte Galebank. Geben die denn niemals auf? Nein. Ich gebe dir eine letzte Chance. Verschwinde. Und lass andere Jungs die Galebank-Drecksarbeit machen. Denn sonst geht die Sache hier nicht gut für dich aus. Du weißt, dass wir zu zweit sind. Oh. Der Überzeuger ist wieder dran. Die Galebank wird niemals aufgeben. Es wäre besser, wenn du einfach bezahlst. Warum zum Teufel sollte ich? 4 brauchen wir. Okay. Glaub nicht, dass du hier heil davonkommst. Weiß nicht, ob er sich einschüchtern lässt. Ich werde hier sicher keinen Kampf vom Zaun brechen. Das wird ihn nicht interessieren, denke ich. Wir wollen beide nicht das Schlimmste riskieren. Na, okay, ich versuch's mal mit dem Letzten. Ich war noch gar nicht fertig. Du bist so erbärmlich. Wird der einfachste Kampf meines Lebens. Hey,
Hat gereicht. Bin echt, okay. Es hat Jahre gedauert, das zusammenzukratzen. Ich will endlich in Ruhe schlafen können. Hier, meine Schulden. Und jetzt verschwinde von hier. Ja, mussten wir schon ein bisschen räudig sein zu ihm. Es tut mir auch ein bisschen leid. Können wir ihm Geld leihen? 18% Zinsen. Oh, guck mal. Kaputter Fußball. Gibt anscheinend nur diese beiden Teams im ganzen Universum. Toll. Dank dir hat die Bank ihre Credits. Sicher ein Top-Gefühl. Ja, geht so. Toll. Dank dir hat die Bank ihre Credits. Sicher ein Top-Gefühl. Was ist denn noch ein... Oh, der hat hier Munition. Das gehört... Das sind die Zinsen, die ich ihm jetzt hier noch hier mitnehme. Ich hätte gedacht, Sarah hat da was dagegen. Aber ich meine, gut, sie ist die Einzige, die hier in normalen Klamotten rumläuft. Toll. Dank dir hat die Bank ihre Credits. Sicher ein Top-Gefühl. Ja, ist jetzt nicht so schlecht, ne? So, vielleicht finde ich ja noch das Neodym hier irgendwo. Da, perfekt. Scanne in aller Ruhe. Yes. Wir wollen nichts Wertvolles übersehen. Dann haben wir den Planeten auch komplett. War jetzt nicht so schwer. Die Ressourcen sind ja immer das mit Abstand am einfachsten. Das einfachste. Na komm, dann geben wir es noch ab. Haben wir auch eine gute Folgenlänge für die 50. Folge, oder? Mal 2 Stunden. Denke, das geht klar. Ich glaube sogar, die Folge kommt an einem Freitag, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ich das Captain, jetzt... Captain, Sergeant Juni hat nach dir gesucht. Schon wieder. Er scheint wieder Arbeit für dich zu haben. Schon wieder. Alles klar. Sprich mit Sergeant Juni, jetzt weiß ich ja, wo Captain, er ist. Sergeant Juni hat nach dir gesucht. Schon wieder. Er scheint wieder Arbeit für dich zu haben. Noch mehr Arbeit. Wäre lustig, wenn jetzt jeder von den Leuten sagt, ja, Sergeant Juni sucht dich. Oh. Die Galbank steht erneut im Kreuzfeuer der Ganggewalt auf den Straßen von Aquila City. Nach einer kurzen Phase der Stabilität hat die Shore-Bande wieder zugeschlagen. Er meinte, der Raubzug lief allerdings nicht nach Plan. Scheiße wurden genommen. Die Freestar Ranger konnten die Situation mit einem Minimum an zivilen Verlusten lösen. Berichten vom Tatort zufolge hatten die Ranger dabei Hilfe von einem noch unbekannten Neuankömmling. Bei einer Pressekonferenz lobte die Galbank die Freestar Ranger als verlässliche Partner für die Sicherheit. Ja, okay, das war das in Aquila City, als wir dort das erste Mal waren. Den Banküberfall, das haben wir ja nun schon erledigt. Danke. Jetzt haben wir echt die Schulden eingetrieben. Naja. Ist nicht das Tollste, was wir heute gemacht haben, aber... Ich wünsche dir viel Glück, ehrlich. Ja, Auftrag ist Auftrag. Ah, mein Lichtblick am Kredithimmel. Mr. Maliki hat seine Schuld bezahlt und er lebt noch. So hatte ich mir das erhofft. Meine Vorgesetzten sind hoch erfreut. Ich habe sogar noch mehr von dem geklaut. Ich habe meinen Teil erledigt. Jetzt seid ihr an der Reihe. Ja, absolut. Hey, ich finde, unsere Zusammenarbeit funktioniert prächtig, nicht wahr? Ja. Wenn du weitere Aufträge haben willst, lass es mich wissen. Wir machen das. Aber okay. Hier hast du deinen verdienten Finderlohn. Und einen kleinen Bonus für die saubere Abwicklung. Lass mich raten. 7000. Du hast mich einfach zu sehr vermisst. Gab keine EP. Ich habe einen neuen Job für dich, wenn du willst. Ja, lass mal hören. In diesem Fall hat ein feiner, aber überarbeiteter Kreditprüfer aus Versehen einen recht großen Kredit für einen Kunden genehmigt. Ich nehme an, dass man mit Reden bei diesem Kunden nicht wirklich weit kommt.
Na gut, dann gehen wir auf Spacer-Jagd. Wer weiß er denn, dass es ein Spacer ist? Wie konnte das denn passieren? Die Geldbank bearbeitet jeden Tag unheimlich viele Kredite. Da kommt es immer wieder zu Fehlern und dann schreite ich ein. Ein Finanzenkreislauf des Lebens sozusagen. Mhm. Ja, dann gehen wir mal auf Spacer-Jagd, nicht wahr? Du bist echt interessant, weißt du das? Ah, du hier auch. Hast du alle Infos. Vielen Dank. Dankeschön. So, vernichte das Spacer-Schiff im Orbit von Fenn. Verdammte Scheiße. Das wird, da muss ich Ihnen sagen, das wird noch ein bisschen, nur ein paar Minuten auf sich warten lassen müssen. Ne? Wir sehen uns dann in einigen Wochen wieder. Ah, Sonnenaufgang in New Atlantis ist mein liebstes New Atlantis. Oder Sonnenuntergang, ich weiß nicht. Keine Ahnung. War, glaube ich, gerade schon hell. Ich glaube, die Sonne geht unter, oder? Ja, was soll's. Keine Ahnung. Gut. Ne, doch, lokale Zeit. 6.57 Uhr. Die geht gerade auf. Ja, es fehlt nicht mal viel. Guck mal, fehlen nur noch, wie viele Erfahrungspunkte? 60. Nicht ganz. 59. Halt, was hat er da wieder? Verstauchung, Lungenschaden. Wo war Reliant Medical doch gleich? Da ist das. Das muss. Ah ja, doch, wenn dann da hinten. Wurde hier nicht neulich mit diesem Feigensamen besamt irgendwo? Das war, glaube ich, da hinten. Bitte gehen Sie keinen kriminellen Aktivitäten. War das nicht hier? War das nicht hier irgendwo? Ja doch, das war die Stelle und hier vorne sitzt ja irgendwo unser Kumpel rum. Kelton, gibt's bei dir was Neues? Ich glaube, wir haben bei dem alles erledigt. Für alles, was du für mich und für den Baum getan hast. Ja, gern. Ohne dich hätte das übel ausgehen können. Danke, dass du zugehört hast. Und für all deine Hilfe. Ja, gut. Ja, das war's tatsächlich. Genau, hier kommen wir aus dem Mest raus. Donna beginnt vielleicht auch bald ihre Schicht. Mal schauen. Und hier drüben irgendwo auf der Ecke war doch immer... Da drüben ist es. Reliant Medical. Na komm, wir waren lange nicht beim Arzt. Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Geld gemacht heute. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Guck mal, 38.000. Ein paar Aufgaben gemacht. War schön. Die sagen, sie brauchen keinen Programmierer an Bord. Aber ihr Schiffssystem kommuniziert. Ah, lass mich durch. Wir kennen uns. Ah ja, früh der Erste in der Praxis. Stark. Tachchen. Willkommen bei Reliant Medical. Wir können bei nahezu allen Wunden und Krankheiten helfen. Willkommen bei Reliant. Ich brauche Hilfe. Ach ja, guck mal. Ach, stimmt. Schwester Oshia schickt mich. Also, was führt dich zu mir? Oh, hier. Du brauchst auf jeden Fall einen Arzt. Ja, ja, Ganzkörperkrätze oder sowas. Heile meine Leiden. Ich kann nicht versprechen, dass du nichts spürst. Aber okay. Danach geht es dir besser. So. Du bist wieder topfit. Ja, das hat meine Frau in unserer ersten Ehenacht auch gesagt. Tja, dann bist du hier auf jeden Fall richtig. Zeig mir erst noch ein paar Medikits für mich. Ich bin doch schon abhängig. Eins. Traumapack hat er noch ein paar Mal. Ja, scheiß drauf, komm, wir nehmen gleich alle mit. Schwester Oshia schickt mich. Sie benötigt Hilfe bei einem medizinischen Problem. Talia verzweifelt an einem medizinischen Problem? Gibt's ja gar nicht. Wie kann ich helfen? Wenn ich... Oh. Wer war denn die Frau Oshia? Boah, das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, wo die unterwegs war. Kennst du Schwester Oshia gut? Wir kennen uns schon ewig. Sie ist eine ausgezeichnete Krankenschwester. Wäre das Unterdeck nicht so auf sie angewiesen, ja, genau. Hätte ich ihr längst einen Job angeboten. Ich wollte es gerade sagen. Stimmt, im Unterdeck ist viel mehr ein. Als ich von Kindern hier... ja, einige Kinder haben einen Magen-Darm-Infekt. Schwester Oshia braucht Hilfe bei der Diagnose. Kranke Kinder? Das geht natürlich nicht. Ich helfe gerne. Mal sehen. Ein Magen-Darm-Infekt? Da habe ich viel Erfahrung. Und viele Notizen. Ich habe bestimmt, was das hilft. Ah, ja. Da haben wir es. Das sollte helfen.
Ich habe meine Notizen zu häufigen Magen-Darm-Infekten in der Pädiatrie auf diese Slate geladen. Bitte gib sie Talia. Sie kann sie behalten. Sehr und schön. Sag ihr schönen Gruß, ja? Ich hoffe, die Kinder werden bald gesund. Ja, hoffen wir alle. Dass es denen bald wieder besser geht. Sehr schön. Stimmt, das war unten im Unterdeck. Nicht etwa oben im Unterdeck. Nee, es war unten im Unterdeck. Es wäre so lustig, wenn es hier zwei Stadtteile geben würde. Einmal das untere Oberdeck und das obere Unterdeck. Und die jeweils vertauscht wären. Wisst ihr? Also, naja. Egal. So, da... Oh, eigentlich... Komm, den Kindern müssen wir jetzt noch helfen. Das machen wir jetzt noch. Ich weiß nicht, ob es die Mission jetzt automatisch aktiv genommen hat. Nee, damit müssen wir nicht fahren. Der hat jetzt eine andere Mission drin, ne? Mit Catherine Lucian oder so. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe leider manches natürlich vergessen, weil es einfach so viel ist. Aber wir können ja auch mal so wie jetzt ein bisschen abarbeiten immer mal. Ne? Dafür sind die Aufgaben ja da. Und wie gesagt, ich möchte die früher oder später schon alle gern machen. Sofern das irgendwie möglich ist. Wir nehmen uns dafür einfach die Zeit, die wir brauchen. So, da ist nämlich schon genau... Und hier zweimal rechts rum, da ist unser schönes Eigenheim. Du hast hier drin keinen Helm tragen, das weißt du schon, oder? Du weißt schon, dass ich hier drin keinen Helm trage. Wo kommt denn das Licht her, wenn ich keinen Helm aufhabe? Sind das meine Augen? Die vielleicht habe ich mittlerweile so viel Verstrahlung abbekommen, dass meine Augen das Licht erzeugen, wenn ich den Helm nicht aufhabe. So, Schwester O'Shea. Da. Hey. Ich habe nur. Wir geben hier unser Bestes. Mehr kann man schließlich nicht tun. Ich habe die medizinischen Aufzeichnungen von Dr. Lebedev. Wirklich? Zeig her. Ach, perfekt. Ich wusste, Dr. Lebedev hat alles, was ich brauche. Mit diesen Notizen als Hilfe löse ich das sicher in Windeseile. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Wirklich. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. 50 EP. Oh, es reicht nicht. Es fehlt. Es fehlen noch 9 EP bis zum nächsten Level. Hatten wir das nicht schon mal gefragt? Du führst diesen Laden ganz alleine? Hab kaum eine andere Wahl. Kann mir kein Personal leisten und den Freiwilligen aus der Community kann ich auch nur begrenzt was abverlangen. Wir halten uns schon länger über Wasser und werden das auch weiterhin tun. Wir hatten mal der Community geholfen, hier einen rauszubringen, ne, nach Hause zu bringen nach einer Behandlung. War auch ganz cool. Ein seltsamer Ort für eine Klinik, findest du nicht? Ja, das ist eine bescheuerte Frage. Als ob die Leute unten nicht krank werden oder so. Lustige Geschichte. Als die Leute damals auf Jemison ankamen, zerlegten sie das Kolonieschiff und benutzten die Teile, um eine Siedlung zu bauen. Mit der Zeit wurde sie immer größer und höher. Und irgendwann vergaßen sie dann einfach alles, was noch hier unten war. Auch die Menschen. Die Wände und die Decke haben sich verändert, aber hier wird immer noch Equipment aus dem alten Schiff benutzt. Nicht alle in New Atlantis können sich Reliant Medical leisten. Ja, da war ich gerade. Ja. Okay, schön. Dann haben wir den Kindern auch noch geholfen. Das fandst du jetzt eher so neutral, ja? Naja, gut. Wie ist denn, wenn wir mal unsere 8 Kinder irgendwann irgendwie... Da gehst du aber mit denen zum Arzt, das sag ich dir. Bestes Wartezimmer überhaupt. Muss ich auch mal auf Arbeit anbringen, ob wir nicht das Wartezimmer nach draußen verlegen. Auf dem Flur oder so. Naja. Ist ja nicht so, dass die Leute manchmal bis rausstehen. Tut einem dann auch manchmal fast leid, ne? Naja. So. Ja, war doch eine schöne Folge. Haben viel gesehen. Schön was gemacht, ein paar Missionen erledigt, den Red Mile Run auch erledigt. Ist Donner da? Wäre das noch, wenn die da wäre, das wäre cool. Mann, ich hätte richtig Bock auf Chucks. Nee. Ich glaube, ihre Schicht beginnt wahrscheinlich auch erst noch. Es ist ja noch ganz zeitig, ne? 7.52 Uhr. Kann man sich hier hinsetzen? Jetzt hätte ich mal noch eine Stunde gewartet oder so. Also ja, man wird sich da hinsetzen können, aber... Ich sag's dir. Ich darf mich da nicht hinsetzen. Naja, gut. Okay, ja, dann gucken wir mal, wo es uns nächste Folge hinführt. Wir haben viel gesehen, ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich auf die nächsten 50 Episoden mindestens.
50. Bis dahin, schönen Tag, schönes Wochenende. Keine Ahnung, ob die Folge am Wochenende kommt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.